Mein Name ist Nikos Maria Feldweg. Ich bin Reinkarnationsdetektiv. Meine Arbeit beginnt dort, wo die der Ärzte endet, beim Tod. Wo andere Detektive in Verkleidungen und unter falschem Namen ermitteln, ermittle ich in der Tarnung eines neuen Körpers. Nun gut, es ist recht zeitraubend, immer wieder Dinge wie Lesen, Sprechen und Laufen zu lernen, aber niemand hat behauptet, dass es ein leichter Job ist. Der Fall, den ich Ihnen heute schildern will, ist jedoch auch für einen Wiedergeburtsprofi wie mich ungewöhnlich. Alles begann hier, in Dr. Berts Klinik für Geschlechtsumwandlungen, mit einem ganz besonderen Mann. Entschuldigung bitte, aus dem Weg. Lassen Sie mich in Ruhe. Also bitte, keine Autogramme hier fürs Bieten. Mann, jetzt rennt mir nicht hinterher. Finger weg, nicht anfassen. Nein, Fotos auch nicht. Und jetzt recht keine Posierungsfläche, dass das mal klar ist. Ich finde ihn trotzdem gut. Assis. Mann. Nie hat man seine Ruhe. Verdammt, ich bin Arzt und kein Mediziner. Tür zu. So, dann wollen wir mal. Aber Dr. Bert ist doch noch gar nicht da. Ist auch besser so. Der würde nur wieder rumschreien und uns kneifen. Es reißt euch mal zusammen. Dr. Bert steht unter großem emotionalen Druck. Ja, Dr. Okamoto. Geben Sie mir mal lieber so ein, so zum Schneiden eins. Genau. So. Wissen Sie, diese Art Operation ist heutzutage ein Kinderspiel. Gucken Sie mal, jetzt haben wir schon mal einen Schlitz. Den kann man auch ein bisschen abtupfen, so. Sieht doch schon ziemlich glaubwürdig aus. Mann, Dr. Okamoto, Sie machen das fast so gut wie Dr. Bert. Ach, Sie Schmeichler. Um die Operation abzuschließen, müssen wir jetzt noch die männlichen Attribute entfernen. Ah, vorsichtig die Hoden entnehmen. Na, das ist doch mal ein schönes Paar. Bewahren Sie das mal auf, ja? Ja, Dr. Okamoto, ich leg's zu den anderen. Schön, schön, dann sind wir hier auch gleich fertig. Ein bisschen Privatsphäre, mehr will ich gar nicht. Aber keine Security hier, gar nichts. Nichts funktioniert, Zumutung. Guten Morgen, Dr. Bert. Dann lassen Sie mich bloß in Ruhe. Dieses Land braucht Krieg. Zack, Krieg und fertig. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Tür, die mache ich zu, jawohl. Die auch. Scheißtür. Sehen Sie, fertig ist die Geschlechtsumwandlung. Dr. Okamoto, hast du ja etwa die Tür offen gelassen? Nein, Dr. Bert. Die Kollegen sagten, die wäre schon offen gewesen. Sagen Sie so einfach. Nein, nein, wirklich. Wir glauben, das war der Racker hier. So ein Quatsch! Aber Dr. Bert, wir sind uns da ziemlich sicher, also... Sie Bettwurst im Naturdarm! Zweifeln Sie etwa an Dr. Bert? Nein, aber es gibt da stichhaltige Beweise. Schauen Sie mal. Unsere Geräte zeigen auch an, dass das so einer ist. Ach, so ist das. Ja, jedes Piepsen symbolisiert eine potenziell offengelassene Tür. Und dabei macht er so einen friedlichen Eindruck. Tja, mein Freund. Du denkst, du kannst ja einfach so die Tür auflassen, was? Und zwar meine ich diese Tür hier. Aber Dr. Bert, ich habe ihn gerade erst operiert. Guck mal, die Hoden. Ist auch ziemlich gut geworden, finde ich. Ach, mir doch egal. Na, dann wollen wir mal Köpfe mit Nägeln machen. Moment mal, Dr. Bert, wir sind da wirklich stolz drauf. Stolz? Da drauf? Der Fuschi ist auch höchstens Vorschulniveau. Dr. Okamoto, danke. Danke, ich bin ein neuer Mensch. Lassen Sie sich nichts erzählen. Da, guck doch, Dr. Bert. Er ist zufrieden. Gucken Sie mal, was ich kann. Was du kannst? Mich kannst du mal. Nein, da. Er menstruiert sogar. Der kann hier rumregeln, wie er will. Einfach mein ärztliches Urteil in Frage stellen. Wo kommen wir denn da hin? Aber er blutet wie eine junge Göttin. Sogar aus dem Kopf. Da, schon ist er kaputt. Das soll Wertarbeit sein, du Stümper. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Dr. Bert, was ist denn, wenn das hier gar nicht der geheimnisvolle Türöffner gewesen ist? Dann ist er noch irgendwo da draußen. Hier, in Dr. Berts Klinik für Geschlechtsumwandlungen, herrschte das Grauen.
Seit geraumer Zeit trieb dort ein Unbekannter sein Unwesen, der immer wieder Türen offen ließ. Der weltberühmte Arzt Dr. Baird hatte mich hinzugezogen, um den Täter aufzuspüren und seine Eier auf Toast zu servieren. Er und sein Kollege Dr. Okamoto hatten keine Zeit, sich selbst um die Sache zu kümmern, weil sie, so Dr. Baird, unterwegs waren zu einer wichtigen Umwandlung. Obwohl er zu den brillantesten Köpfen seiner Generation zählte, fehlte ihm der Killerinstinkt eines berufsmäßigen Bluthundes wie mir. Und doch schien unter seiner zerbrechlichen Psyche ein dunkles Geheimnis zu lauern, das nur darauf wartete, dass der Vorhang der Zivilisation beiseite geschoben wurde, um Platz zu schaffen für das Kettenkarussell der Urtriebe. Der Einzige, der seiner verklemmten Seele etwas Halt gab, war sein Kollege Dr. Okamoto. Du, Dr. Baird, der eben war doch wirklich fast gut gelungen. Warum willst du trotzdem immer meine Patienten erschießen? Weil du nur Dr. Okamoto bist. Ich bin Dr. Baird. Entschuldige, du hast ja recht. Das will ich meinen. Ich bin nämlich Dr. Baird. Ja, Dr. Baird. So, nachdem das jetzt geklärt ist, wegen dem Türproblem habe ich jemanden beauftragt. Etwa den Reinkarnationsdetektiv Nikos Maria Feldweg? Der ist doch so teuer. Bist du etwa Arzt geworden, um da drin die Türen offen zu haben? Überall mit Durchzug? Und mit Heizung volle Kalotte aufgedreht, obwohl das alles gleich wieder rauszieht? Na komm, sag schon. Hm? Na, so gesehen hast du recht, Dr. Baird. Man muss ja auch mal an die Umwelt denken und so. Die kleinen Hasen und Walbabys. Wale konnte ich noch nie leiden. Nur Dr. Baird ist wichtig. Kommt es dir manchmal auch so vor, als wäre das Leben ein Traum und unsere Träume die eigentliche Realität? Nein, nie. Während die Herren Doktoren noch über irgendwelche Kinkerlitzchen diskutierten, hatte ich bereits meine Ermittlungen aufgenommen. Ich hatte mich dazu als Autofahrer inkarniert, denn was könnte in unserer mobilitätsfanatischen Gesellschaft unauffälliger sein? Um meinen noch gesichtslosen Gegner in Sicherheit zu wiegen, gab ich vor, eine Panne zu haben. Er sollte denken, ich sei ein von alltäglichen Problemen geplagter Otto-Normalverbraucher, der keine Gefahr für ihn darstellte. Oh, eine Panne. Nanu, nana, das trifft mich harmlosen Autofahrer ja völlig unerwartet. Was haben wir denn da drin alles? Tja, wenn ich zum Beispiel Privatdetektiv wäre, wäre das bestimmt kein Problem, aber so bin ich natürlich aufgeschmissen. Was ist denn hier los? Doch während ich mich über das mechanische Innenleben meiner Karre beugte, näherte sich mir unter dem verhangenen Himmel das Verhängnis. Und zwar ein Verhängnis der verhängnisvollen Sorte. Irgendwo ist doch hier was. Hier gleich. Hier, hier, da. Da brat mir aber wirklich einer einen Storch, dass so jemand Harmloses wie ich eine Pfanne hat. Langsam, leise, vielleicht sollte ich besser nicht mit mir selbst reden. Mein Gott, wie geschieht mir? Da, ich säg dich weg, verfluchte Buche. Dann ist die Straße endlich wieder frei. Ihr Laubbäume denkt immer, ihr könnt machen, was ihr wollt, nur weil das hier ein Mischwald ist. Ja, und ihr Buchen seid schon listige Dinge, aber wenn man nur schnell genug ist, kriegt man euch trotzdem. So, jetzt erstmal den Stammwurm zerteilen. Anschließend kümmere ich mich um das Laubwerk. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Moment mal, das ist ja ein Mensch. Oha, jetzt habe ich sie gerade umgesägt. Ja, sowas Dummes aber auch. Das tut mir jetzt leid. Ich habe sie für einen Baum gehalten. Und so einer gehört ja nun auch nicht auf die Straße. Ja, stimmt schon, mein Fehler. Warten Sie, ich mach's wieder gut und lad Sie zum Mittag ein. Da drüben ist Paules Pansenstube. Da gibt's die ganze Woche über garantiert frisches Gekröse aus der Fritteuse. Zu dumm. Ich konnte dem braven Mann keinen Vorwurf machen. Aber meine Ermittlungen standen damit wieder am Anfang. Dasselbe. Wegen deinem Gefusche müssen wir uns Arbeit mit nach Hause holen. Aber Dr. Baird, es ist doch der Arztminister. Er muss morgen zu einer Kabinettssitzung und da wäre es eine Riesenüberraschung, wenn er als Frau auftaucht. Ja, scheiße Arztminister. Das blockiert mal wieder den ganzen Hobbykeller. Dann muss ich dafür extra die Modelleisenbahn an die Seite räumen. Dabei habe ich da gerade erst eine kleine Kirmes aufgebaut. Direkt neben dem Miniatur-FKK-Strand. So eine Art Nudistenkirmes. Lauter Nackte im Riesenrad. Und das darf ich jetzt alles wieder eintüten. Nur weil du dich um den Finger wickeln lässt, wie eine weichgekochte Nudel. Aber es ist doch immerhin der Arztminister. Na und? Ich bin Dr. Baird. Das ist wichtiger als Arztminister. Pass mal auf, wie der sich freuen wird, wenn der aufwacht und eine Frau ist. Und wenn der auch wieder menstruiert? Aus dem Kopf oder Hals?
Das kriege ich doch nie wieder aus dem Teppich. Aber Dr. Bert, hier geht es um ein Menschenleben. Ist mir egal. Dann werde ich Arztminister anstelle des Arztministers. Dann steht er nämlich an gebrochenen Herzen. Humbug! Wach! Warum glaubst du nicht an die Liebe, Dr. Bert? Die Profession unserer beiden Doktoren hatte mich auf eine Idee gebracht. Ich würde meine Ermittlungen am effektivsten in einem weiblichen Körper fortsetzen können. Nicht, was Sie jetzt denken. Ich spreche natürlich von Reinkarnation. Ja, die gute alte Reinkarnation. Wenn mich das Leben nicht hart gemacht hätte, wäre ich sicher Buddhist. Leider brachte dieser neue Körper eine beste Freundin mit sich, die ich erstmal abschütteln musste. Aber sensibel, versteht sich. Ich vermisse Horst so sehr. Schließlich hatte dieser Saukerl Horst sie gerade eben verlassen, nachdem er auf den Registern ihrer Gefühle gespielt hatte, wie auf einem drittklassigen Schifferklavier. Was soll ich denn jetzt nur machen, so allein? Ja, ich gehe jetzt mal woanders hin. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht doch nicht die mitfühlendste Masche, mit der ich das Hühnchen hatte sitzen lassen, aber bei uns Detektiven ist Job nun mal Job und da ist nicht immer Platz für Gefühle. Die Kälte unserer Herzen drückt sogar eine Saunasitzung auf Zimmertemperatur. Im konkreten Fall froren wir so sehr, dass wir nicht wagten, uns gänzlich auszuziehen. Oh nein, sie spielen unser Lied. Ich versuchte, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, aber Mitgefühl verpilzte meine Gedanken. Läuft hier nicht noch was anderes? Ah, die Charts. Horst hatte sie nur benutzt. Vermutlich hoffte er, über sie mich herumzukriegen. Ah, Horst, du Macho-Schwein! Willst du weiter die Gefühle von hier, Dings, der einen da mit Füßen treten? Du verstehst nicht. Sie hat sich von mir getrennt. Das liederliche Luder hat mich gelingt. Mich und meinen Zwillingsbruder Hurst. Hallo. Hey, Horst. Bestimmt hast du die Sachen, die du uns geklaut hast, hier drinnen versteckt. Ah, so ist das also. Gemeinsame Sache habt ihr gemacht. Da guckt man mal kurz weg. Und schon trennt sich die falsche Natter von einem und sagt beim Rausgehen noch Familienerbstücke aus 7 Generationen ein und versucht jetzt noch den ganzen Reichtum versteckt in ihrer besten Freundin außer Landes zu schmuggeln. Ihr habt mein Vertrauen missbraucht. Und mein Misstrauen verbraucht. So, dann wollen wir mal gucken, ob noch alles da ist. Hast du die Liste? Ja, wir vermissen zunächst mal 2 bis 3 Kilo rote Matsche. Aha, da haben wir sie ja schon. Meine schöne Matsche. Willst du immer noch alles leugnen? Guck mal, ob du auch mein Fahrrad findest. Es ist ein grünes. Na, da hatte ich mir ja wieder was Schönes eingehandelt. Statt meinen Fall zu lösen, war ich mitten in einen heiteren Herzensbrecher-Ringelrein mit Anfassen gestolpert und fiel auf Umwegen der Kleptomanie einer heißen Braut zum Opfer. O tempora, o mores. Mann, ohne meine beste Freundin fühle ich mich so verloren in dieser herzlosen Welt. Wir sind fast wie Schwestern, vereint im Kampf gegen das Patriarchat. O Verzweiflung, o dreuend Ungemach! Das kriege ich doch nie wieder aus den Fugen! Oh nein, Horst und Hurst! Hallo! Körperlos schwebte ich noch eine Weile über den Dingen und beobachtete, wie Horst und meine beste Freundin sich wieder versöhnten. Da war es also passiert. Direkt nach meiner Begegnung mit dem freundlichen Waldarbeiter hatte es mich schon wieder aus der Bahn geworfen. Ich konnte kaum glauben, dass Kommissar Zufall ein zweites Mal in die eigenen Reihen geschossen hatte. Aber was war das? Nikos Maria Feldwig, ne? Welchen Namen schon höre? Psst, nicht so laut. Hatten die beiden gerade tatsächlich meinen Namen genannt? Nein, ist doch wahr! Nikos Maria Feldwig, der Arsch! Nikos Maria Feldwig, das war ich, soweit ich mich erinnern konnte. Sollten die beiden etwa schon vorher gewusst haben, wer ich war? Cool, dass wir schon vorher wussten, wer er ist. Da hörte ich es nun also. Ich war nicht der versehentliche Kollateralschaden eines heißblütigen Liebesdramas, sondern das Opfer eines kaltblütigen Attentats aus niederen Beweggründen. Die Menschheit machte es mir mal wieder nicht leicht, sie zu lieben. Aber was ist schon Liebe? Ein finsterer Verdacht überfiel mich wie ein Sittenstrolch einen Kindergarten. Sollte meine erste Undercover-Aktion in Wahrheit ebenfalls an einem hinterhältigen Ränkelspiel gescheitert sein? Die Geschichte erschien mir mit einem Mal in einem neuen Licht. Ach ja, die gute alte Geschlechtsumwandlung. Ein Quell nie versiegenden Vergnügens. Vergnügen? Vergnügen ist was für Mädchen, du Halodri. Geschlechtsumwandlung ist was für Männer. Und jetzt guck zu, sonst lernst du's nie. Also, hier machst du einen Schnitt. Da kommt später die Mumu rein. Ich weiß, ich bin doch auch Arzt. Arscharzt bist du. Und auch das nur mit Mühe und hohen Absätzen. So, siehst du, so macht man das. Eine klassische Dr. Bert-Umwandlung. Großartig, wie aus dem Lehrbuch. Männer werden sich in sie verlieben und dann wird sie Babys bekommen. Viele. Babys? Du bist so widerlich. Na gut, zum Tanzen würde ich ihn hinterher trotzdem nicht auffordern. Nee,
Nicht bei der Visage. Sollen wir ihm auch gleich die Wolle da wegrasieren? Damit macht man sich als Frau heutzutage ja schnell gesellschaftlich unmöglich. Wusstest du, dass Achselhaare ein Fetisch des japanischen Schriftstellers Mishima waren? Echt? Ja. Außerdem stand er auf Schweiß und weiße Handschuhe. Naja, ich schneide dem hier gleich schon mal den Löhlemann ab. Das ganze Gebummel da unten braucht er ja jetzt nicht mehr. Na, kommst du wohl? Ein hartnäckiger Bursche, aber das wird ihm nicht helfen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm, schnipp, schnapp. Das ist für mich immer der schönste Moment bei der Operation. Schön? Wenn hier mal irgendwas schön wäre. Ich habe jetzt nichts gesagt, weil ich mal gucken wollte, ob du es von selbst merkst, aber du bist ja gedanklich ständig im Zuckerkuchenland. Was habe ich denn falsch gemacht? Ja, sag mir mal, wie der in Zukunft Pipi machen soll. Aber... Jetzt machst du einen auf Hoho, der Arztminister. Und jetzt stümperst du hier rum wie bei einem hinterletzten Kassenpatienten. Na dann herzlichen Glückwunsch. Es tut mir so leid. Ist das jetzt wirklich der Weg nach Disneyland? Ich weiß nicht. Da hatte ich gedacht, dass ich vorhin schon die Mickey Maus gesehen hätte. Aber dann war es doch bloß ein Schornsteinfeger. Ich freue mich schon nur auf Moby Duck und B-Hörnchen und Grobi und so. Wobei... Grobi wohnt ja woanders, er wohnt ja in der Sesamstraße. Der ist ja da gar nicht. Ey, warte, da das Licht, das ist bestimmt das Cinderella-Schloss. Ja, die ganzen Prinzessinnen da drin machen bestimmt ständig so Sachen miteinander, Schneewittchen und Pocahontas und so. Zumindest stelle ich mir das manchmal so vor. Ja, der Große da, das ist doch Goofy. Und Pluto hat er auch dabei. Hey, Goofy, Goofy, hallo, hallo, Goofy, Goofy, hier ist der Jan Frederik. Kennst du mich noch? Ja, ich habe dich doch letztes Jahr auf dem Rummelplatz getroffen, wo du mich so komisch angefasst hast. Erinnerst du dich? Hallo. Goofy, Goofy. Wer ist das denn jetzt? Bestimmt einer aus, hallo, sagen wir mal, Helgoland. Also so geht's ja nicht. Verdammter Helgoa. Helgoa? Ist das eine Metalband? Ich sag doch, der Kerl kam von Helgoland. Heißen die nicht Helgoländer? Du sagst doch auch Deutscher und nicht Deutschländer. Also heißt einer aus Helgoland Helgoa. Und jetzt machen wir einen Ausflug. Auf zum Bärtmobil. Hey, wieso eigentlich Helgoland? Ich wurde wiedergeboren in einem unauffälligen Kleinwagen am Straßenrand. Dort wuchs ich auf und sinnierte weiter über meinen Fall, bis mich die Anstrengung in einen Trancezustand versetzte. Meine Jahre beim FBI machten sich jetzt bezahlt. Nach außen hin muss es ausgesehen haben, als würde ich schlafen, aber mein Gehirn raste. Mit dem Modus operandi klar vor Augen gelang es mir in kürzester Zeit, ein Profil des Täters zu erstellen. Eventuell weiß, vielleicht männlich, nicht zu jung, aber auch nicht zu alt, ein Durchschnittsmensch, ein Spießbürger. Sofort war mir klar, wie ich nun vorgehen musste. Ich stellte fest, dass ich nebenbei mal wieder einen neuen Rekord im Profilen aufgestellt hatte. Dieser Erfolg wollte erstmal mit etwas Hochprozentigem gefeiert werden. Liter in 4 Sekunden, noch ein Rekord. Wenn ich meinen Job irgendwann mal leid wäre, würde ich mit solchen Talenten zumindest nicht im Armenhaus landen. Meine Tarnung war auch diesmal perfekt. Um auf meine Umwelt möglichst unbedarft zu wirken, hatte ich mir einen proletarischen Haarschnitt zugelegt. Betont locker stellte ich mich an den Straßenrand und begann damit, das Bürgertum zu provozieren. Mein Urin ergoss sich über den Waldboden wie Säure über die eisernen Ketten des Establishments. Die Provokation war zwar in jeder Hinsicht kurz, aber sie sollte ausreichen. Jetzt war nur noch die Frage, ob der Fisch anbeißen würde. Hey, Sie? Ja, Sie hier meinen wir, ja? Bleiben Sie mal hier. Ordnungsamt, guten Tag. Was ist los? Ja, das wüssten wir gerne von Ihnen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Was war das denn eben? Sie können doch hier nicht einfach den Schnufel rausholen und Ihr Wasser abschlagen. Na also. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Paragraph 118 Ordnungswidrigkeitengesetz, Belästigung der Allgemeinheit. Können Sie nachlesen. Ordnungswidrig, ich zitiere, ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Und das liegt ja hier mal eindeutig vor, da müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ja, also schießen bringt es jetzt auch nicht weiter. So, ist er also auch noch uneinsichtig. Die bringen sich damit nur in Schwierigkeiten, sag ich Ihnen gleich. Wo kommen wir denn da hin? Ja, das gibt Bußgeld, sagen wir mal 40 Mark. Aber Minimum, Freunde. Also urinieren in der Öffentlichkeit, muss man auch ganz klar sagen, da verstehen wir hier keinen Spaß. Das habe ich nicht gewusst.
Stellen Sie sich mal vor, ja? Sie sitzen zu Hause, ja? Ahnen nichts Böses, sortieren Ihre Überraschungsei-Figurensammlung und plötzlich kommt jemand rein und pinkelt Ihnen auf den Stelzenschlumpf. Finden Sie das gut? Da sehen Sie. Und wir sind natürlich gezwungen einzugreifen, weil Sie die Grünanlagen beschädigen. Denken Sie mal an die Natur. Wenn das jeder machen würde, dann wäre der Boden hier völlig überdüngt. Natürlich können Sie gegen den Bußgeldbescheid Einspruch erheben, aber... Aber lassen Sie mich bitte ausreden. Machen Sie sich da besser keine Hoffnung. Das gibt dann ein Verfahren. Für Sie würde das richtig teuer. Und am Ende zahlen Sie sowieso. Also, kleiner Tipp, sparen Sie sich den Stress. Besser jetzt einmal zahlen und die Sache ist vergessen. Wir sind ja schließlich keine Unmenschen. Ja, haben Sie es vielleicht direkt passend? Ich leide an stressbedingter Inkontinenz. Ich habe ein ärztliches Attest. Wenn Sie das wissen, dann hätten Sie erst recht rechtzeitig die dafür vorgesehenen Einrichtungen aufsuchen müssen. Ich bin hier auf Notstand. Paragraph 34 StGB. Oh, bitte. Ich kenne meine Rechte. Ja, und wir tun hier nur unsere Pflicht. Da brauchen Sie gar nicht erst die Augen zu verdrehen. Also, machen wir es kurz. Wir haben keine Lust, hier den ganzen Tag zu diskutieren. Irgendwo da drin muss er doch sein Geld haben. Oh Gott, ich hasse diese Portemonnaies aus Naturdarm. Ach ja, was willst du machen? Ökosalz. Was der sich auch denkt, Paragraph 34 StGB. Entbehrt bei sowas so jeder Verhältnismäßigkeit. Obschon ich meiner Ehre beraubt da niederlag, spürte ich doch das leise Kribbeln des Triumphes. Die angeblichen Herren vom Ordnungsamt waren mir in die Falle gegangen. Anders als sie wusste ich, dass der Paragraph 118 laut Absatz 2 in diesem Fall gar nicht anzuwenden war, weil solche Angelegenheiten durch die Satzung der hiesigen Kommune geregelt wurden. Damit hatten sich die drei verraten. In Wahrheit waren sie Agenten unseres Gegners. Ich ließ mir jedoch nichts anmerken, um meine Tarnung nicht vorzeitig auffliegen zu lassen. Mir war klar, ich hatte in ein Wespennest gestoßen. Aber wer waren die Hintermänner? Was war das Motiv? Ich begann zu ahnen, dass dieser Fall komplexer war, als ich auf den ersten Blick gedacht hatte. Jetzt sag mal, warum fahren wir denn nun nach Helgoland? Das geht mir an dir so auf den Keks, dieses ewige alles hinterfragen müssen. Ja, jetzt schmollst du. Aber heute Abend kommst du wieder angekrochen und willst mir ein Glücksbärche-Video leihen. Woran hast du eigentlich gemerkt, dass der vorhin ein Helgoer war? Was denkst du denn, du Gipsnacken? An der Form seiner Fußsohlen natürlich. Und jetzt Schluss mit der Fragestunde, ich habe keine Lust mehr. Weißt du, Dr. Baird, wenn du ein bisschen umgänglicher wärst, ja? Dann würdest du auch nicht so oft bei den Leuten anecken. Ja, und wenn man Pornos ohne Fixszenen drehen würde, dann würden sich auch nicht so viele Leute einen drauf runterholen. Guter Plan. Ich mache mir nur Sorgen um dich. In letzter Zeit wirkst du so angespannt, aber wenn man dich danach fragt, streitest du alles ab. Nein, tue ich nicht. Da vorne hinter der Kurve ist schon das Meer, also konzentriere dich mal lieber auf die Überfahrt. Na siehst du, war doch überhaupt kein Problem. Möchtest du darüber reden? Ich habe nun mal einen Beruf, der eine gewisse Anspannung erfordert. Schließlich bin ich Dr. Baird. Halt den Krankenwagen an. Wir sind da. Ich wollte nur nett zu dir sein, Dr. Baird. Ich kann dein badeschlappiges Sozialpädagogengekuschel aber nicht ab. So, was haben wir denn hier? Gasmasken, Butterbrote und das Agentenset aus dem letzten Yps-Heffen. Dann kann's ja losgehen. Was haben wir denn eigentlich vor? Wirst du schon sehen. Also frag nicht so blöde. Und weißt du was? Du wolltest unbedingt mit. Also wirst du auch die Ausrüstung tragen. Jetzt mach schon. Du hast schließlich gewusst, worauf du dich hier einlässt. Ich bin nur mitgekommen, weil ich nicht wollte, dass dir was passiert. Du hältst mich nur auf, hörst du? Ich würde dich jederzeit im Feld zurücklassen. Das ist hier kein Krieg, Dr. Baird. Das ganze Leben ist ein Krieg. Ja, ja, ja. Ah, ein Spannungsprüfer. Was denkst du denn? Wir müssen schließlich wissen, wann es hier spannend wird. Siehst du, das kann ich echt mal befürworten. Ohne Spannung interessiert sich schließlich keine Sau für das, was wir hier machen. Wobei, zu spannend ist ja auch nicht gut. Wie da bei Bambi, wo Bambis Mutter von den Mongolen vergewaltigt wird. Da habe ich richtig die Augen zugemacht. Das war zu doll. Angsthase, ich habe da geguckt. Müssen wir unbedingt in den Wald? Klar, ist doch ein Gewaltfilm. Für sowas geht man in die Gewälder. So, jetzt schmeiß das Ding mal an. Wollen wir doch mal sehen, wie spannend die Sache wird. Mann, bei dem Gewirr hier muss ich immer an Chilas Kabel und Liebe denken. Und? Was zeigt's an? Da drüben. Da ist spannend. Naja, momentan finde ich's ja noch nicht so enthusiastisch. Hier ist noch Gas von Sam. Jetzt wird's langsam Fulschi. Aber da, ja, da geht was.
Das wird ja richtig Coppola, mein lieber Schwan. Oh, 8,3 auf der Spannungskurve. Das sind Hitchcock-Werte. Tendenz steigen. Hältst du es noch aus oder musst du nachher erstmal die Hose wechseln? Hier muss es sein. Das Spannungszentrum. Tja. Die Bäume da, die sind spannend. Nee, guck mal, jetzt ist schon weniger. Die Anzeigen sind irgendwie unklar. Wir haben die Sache überzogen. Jetzt wird's wieder öde. Na gut, wenn wir damit dann durch sind, machen wir weiter mit dem Krieg der Sterne Kostümwettbewerb. Gut, bringen wir's hinter uns. Ist jetzt endlich der Couscous-Kurier? Wäre mal mehr Zeit. Ich habe schon vor einer Stunde angerufen. Ansonsten bestellen wir das nächste Mal wieder im Tofu-Taxi. Hey, Ameisenbären! Ja, euch pfeifen, meine ich. Habt ihr was zu mampfen dabei? Ansonsten verzieht euch, sonst gibt's links, rechts was in die Esszimmereinrichtung. Nein, Sie gehen jetzt. Aber hurtig. Das hier ist eine Spannungsszene. Da können Sie nicht einfach so reinlatschen. Sie dürfen Ihnen das wirklich alles nicht übel nehmen. Wissen Sie, Dr. Bert macht gerade eine schwere Zeit durch. Können Sie es wagen, mich einfach so anzufassen? Ich bin Dr. Bert! Haben Sie überhaupt irgendwo studiert? Sie waren wohl auf der Baumschule, was? Ach, aber Dr. Bert, die Herren haben doch völlig recht. Wir haben nur wirklich nichts zu essen dabei. Ach, und wenn du die Typen so toll findest, warum heiratest du sie dann nicht gleich? Du blödes Strunzkuh! Ich will doch nur, dass du mal glücklich bist. Dir geht's doch momentan nicht so gut. Und da dachte ich... Was geht dich das an, wie es mir geht? Aber wir sind doch Freunde. Freunde? Ich habe immer nur mit dir gespielt, weil du mehr Power Rangers-Figuren hattest. Und weißt du, warum du die hattest? Weil deine Eltern dich nicht geliebt haben. Die wollten dich mit Spielzeug ruhig stellen. Nein, das ist nicht wahr. Niemand hat dich jemals geliebt und das zu Recht. Bitte nehmen Sie sich unser Gespräch nicht zu Herzen. Hey, kein Problem, Bruder. Wir Helgoer sind nämlich... Niemand redet mit Dr. Bert, wenn Dr. Bert ihn nicht gefragt hat, klar? Das ist Dr. Berts Gesetz. Dr. Bert, wenn du so Sachen sagst, machst du mir Angst. Mit deinem Zorn wirst du noch mal jemanden umbringen. Nicht durch Zorn, sondern durch Kugeln tötet man. Ist ja gut, ich mach ja schon. Ja, schieß ihm in den Sack. Ach, ich verstehe Sie total. Ich bin auch eigentlich Webdesigner, aber am Weekend laufe ich immer zerlumpt und schmutzverkrustet durch die Wälder und hoffe, dass mich jemand dabei filmt. Ist halt so ein crazy kleiner Sport, den wir jungen Leute da betreiben. Ohoho, gut gezielt. Na, Sie haben bestimmt Übung vom Golfplatz. Kleiner Ärztewitz meinerseits, nehmen Sie mir doch nicht krumm, oder? Aber Dr. Bert, wir kennen uns seit über 40 Jahren und du bedeutest mir wirklich viel. Sie dürfen jetzt auch einen IT-Witz machen. Ach, ich bedeute mir aber viel mehr. Da kannst du nicht mithalten. Ich glaube, wir brauchen hier dringend mal einen einheitlichen Wertemaßstab, damit sogar Knallköpfe wie du sich ausrechnen können, was sie wert sind im Vergleich zu anderen. Und ich würde mal sagen, wir nennen die kleinste Einheit von diesem Maßstab Dr. Okamoto. Ein Dr. Bern ist dann 100 Dr. Okamotos, ein perverser Kindermörder ist 2 Dr. Okamotos und Dr. Okamoto ist 1 Dr. Okamoto. Na, was hältst du davon, du philanthropischer Menschenfreund? Sei doch nicht mal so aufbrausend.
Nimm dir doch mal ein Beispiel an den Yuppies hier. Die sind für Liebe, Freundschaft und Umweltschutz. Oh no. Und wenn irgendwo Krieg ist, dann tanzen sie in ihrer Wall Street um das goldene Kalb und zünden ihre BHs an. Genau. Und bei Demos stecken wir den Polizisten immer Wertpapiere in die Gewehre. Und das sind schließlich auch Menschen. Die haben auch eine Mutter, die sie lieben. Hörst du, Dr. Okamoto? Nicht so wie du. Oh, bitte Vorsicht, bitte besser, ja? Yuppie-Pack, ihr seid doch völlig verzerrt. So, ich muss mal einen Männer machen. Da hilft nur Krieg. Aber Dr. Bert, das haben die Jungs doch wirklich nicht verdient. Armes Deutschland. Armes Deutschland. Ich spüre übrigens, dass ich gleich diese Welt verlassen und die nächsthöhere Daseinsebene erreichen werde. Ihr solltet vielleicht öfter mal meditieren oder einkaufen, dann schafft ihr das auch. Hey, guter Tipp. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, investiert im nächsten Quartal in Maulwurstmilch. Die ist groß im Kommen. So, ich bin da mal weg. Peace, Leute. Na gut, ich will mal nicht so sein. Du kannst mitkommen, ausnahmsweise. Ich habe nämlich große Pläne. Du hast Pläne? Schon wieder? Tja, mein nie rastender Menschengeist kann eben das Denken nicht abschalten. Und ich war wieder im Rennen. Nachdem meine letzten Versuche, dem Rätsel auf die Spur zu kommen, so schmählich gescheitert waren, hatte ich mir diesmal eine besonders ausgeklügelte Tarnung zugelegt. Als schwarzarbeitender Zahnarzt. Für Instrumente hatte mein Budget allerdings nicht mehr gereicht, sodass ich mich erst einmal auf Hände und Zunge verlassen musste. War's das jetzt? Fast. Dauert ja wirklich ewig, diesen Zahnstein wegzukriegen. Leider wahr. Machen wir weiter. Oh, Moment. Raucht da draußen nicht irgendwo wer? Sieht so aus. Tja, mitten im Nichtraucherwald. Egal. Ich glaube, da brennt's. Tut mir leid, Herr Dr. Feldweg. Aber solange der Wald brennt, kann ich mich nicht konzentrieren. Können Sie da nichts gegen machen, Herr Dr. Feldweg? Okay, wenn es unbedingt sein muss. Ich habe schließlich gleich schon den nächsten Termin. Moment mal. Hier, sehen Sie, für solche Fälle habe ich immer was dabei. Eine Wasserpistole. Gut, ne? Oh, stark! Sie wirken auf einmal so viel männlicher. Aber hätten Sie sich für das Geld nicht lieber vernünftiges Zahnarztwerkzeug kaufen können? Das verstehen Sie nicht. Dazu fehlt Ihnen die Ausbildung. Das stimmt allerdings. So, dann gehe ich mal den Wald löschen. Hoffentlich kann ich Schlimmeres verhindern. Das hier ist erstklassiges Zahnstocherholz. Hey, hallo, Sie da! Das hier ist ein Nichtraucherwald. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Mann, hoffentlich dauert das nicht so lange. Karius und Baktus haben in meinem Mund schon Geräteschuppen gebaut. Die Wasserpistole im Anschlag suchte ich nach dem Verantwortlichen für das flammende Inferno. Da nahte eine schwankende Gestalt. Hey, Sie da! Sind Sie hier der Brandstifter? Ja, wissen Sie, ich habe schon ein Museum und einen Krankenhausflügel gestiftet. Da dachte ich, ich probier's mal mit einem Brand. Wir feiern gerade Einweihung. Wie wär's mit einem Drink? Sie wollen mich doch nur betrunken machen, um kompromittierende Fotos von mir zu schießen. Aber schießen kann ich selbst. Trink dies. Was? Der schmale Schluck schmeißt dich um? Da verträgt ja jedes kleine Mädchen noch mehr. Lass dich mal ansehen. Nanu, was pimmelt dir denn da aus dem halben Hemd? Sowas hab ich doch schon mal gesehen. Sapperment, das hab ich doch auch in der Hose. Das ist doch... Die Erkenntnis sprang mir ins Auge. Der Mann war eine Frau. Umgearbeitet von niemand Geringerem als Dr. Bert. Doch hier fiel alles ab und auseinander. Sicher nicht der Standard, für den der gute Doktor weltweit bekannt war. Irgendetwas musste diesen sonst so genialen Mann beschäftigen. Das hätte ja spannender sein können. Oh, ich glaube, für mich war das echt zu viel. Jetzt stell dich mal nicht so an, du Pfeifenheinz. Nee, dieser Spannungskram ist echt nichts für mich. Dann lieber Magnolien aus Stahl. Du bist doch total verweichlicht. Gar nicht. Ja, du knickst doch schon immer ein, wenn du abends Benjamin Blümchen-Kassetten hörst. Und ich darf dann hinterher aufwischen. Du bist eigentlich viel zu feige für meine großen Pläne. Aber ich brauche dafür nun mal jemanden, der so rückgratlos ist wie du. Was denn nur für Pläne? Dr. Bert, was wollen wir denn überhaupt auf Helgoland? Du bist doch gar nicht mehr du selbst. Wohl. Darf ein Mann nicht wenigstens ein bisschen aufgeregt sein am Tag seiner Hochzeit? Was? Hochzeit? Ach, heiraten willst du mich? Gott, ist das ätzend. Na, wenn's unbedingt sein muss. Ja, ich will. Wovon redest du überhaupt? Benzinkanister, Taschentücher, ADAC-Kärtchen. Verdammt, wo ist der Brautstrauß? Hatte ich doch gestern extra eingepackt. Das war dein großer Plan? Du willst mich heiraten? Das geht dich überhaupt nicht an. Jetzt halt still. Ich schneide dir was von deinem Kleid ab und bastel dir Blumen raus. Ich habe da noch eine Vorlage aus dem Mickey-Maus-Heft. Aber Dr. Bert, meinst du nicht, dass so eine Verbindung unserer Freundschaft schaden könnte? Wegen sowas. Wegen genau sowas verachte ich dich. Du labberiger Softie. Und jetzt komm mit. Ich weiß zufällig, dass der Papst Männerhochzeit auf Helgoland erlaubt hat. Endlich hört der alte Sack mal auf seine Frau. So, dann bist du ab jetzt Julia Roberts und ich bin Bert Pitt. Und jetzt wird geheiratet, als gäbe es keinen Morgen mehr. Na, wenn du meinst, Dr. Bert. Bert Pitt heißt das jetzt, Julia. Bert Pitt. Und los geht's. Die Mitgift bringst du mir dann einfach irgendwann die Tage mal vorbei. Ich
Ich dachte da an so eine Ziegenherde. Wollte ich schon immer mal haben. Hab ich nicht. Ich will aber eine. Also kümmere dich mal drum, sonst kriege ich den Eindruck, dass du mich nicht mehr begehrst. Während unsere Turteltäubchen turtelten, wie es turtelnde Turteltäubchen zu tun pflegen, war ich erneut wiedergeboren worden. Ich hatte aus meinen letzten Inkarnationen gelernt. Nachdem mein geheimnisvoller Gegenspieler jeden Versuch unterbinden konnte, seine Identität aufzudecken, wählte ich diesmal die harmloseste mögliche Gestalt, um sein Agentennetz zu täuschen. Ich wurde wiedergeboren als Baby. Ich hatte mir eine billige Braut als Mutter engagiert, die zusammen mit ihrem ebenso billigen Innenarchitekten unterwegs war. Die beiden ahnten nicht, dass ich sie als Werkzeug für meine Ermittlungen benutzte. Das mag vielleicht kaltschnäuzig und herzlos klingen, aber wenn man so lange wie ich ein professioneller Schnüffler ist, dann weiß man, dass man das Böse in dieser tristen Welt nur bezwingen kann, wenn man die Samthandschuhe zu Hause lässt und die ganz grobe Kelle rausholt. Nun, ich bin auch nicht so geboren worden. Diesmal natürlich schon, aber nicht beim ersten Mal. Ich habe auch lange geglaubt, dieser schnucklige kleine Planet wäre ein Wolkenkuckucksheim aus Wackelpudding, bis ich im Trommelfeuer von Vietnam eines Besseren belehrt wurde. Sonst wäre wahrscheinlich auch ich im Kessel von Saigon gelandet und darin dann vom Vietcong gekocht und anschließend gegessen worden. Sag mal, Nikos Maria Feldweg, bist du dir auch sicher, dass die Gewerkschaft für billige Schlampen nichts hiervon mitbekommt? Wenn die hören, dass ich ein Kind nicht abgetrieben habe, bin ich in 0,nix meine Zulassung los und muss zurück in meinen Job als Aufsichtsratsvorsitzender. Keine Sorge, Schwester. Wir ziehen die Nummer hier so schnell und unauffällig durch wie ein Quickie auf der Koma-Station. Und morgen kannst du dich schon wieder an billige Gigolos ranmachen. Gut, ich soll nämlich morgen auf einer Tombola verlost werden. Zugunsten krebskranker Kinder mit AIDS und... Oh nein, es ist Rochenrocky! Derselbige, Lucrezia. Und Daddy ist echt böse auf dich. Das haben wir ja. Hier die liebe Mutti spielen und mit dem Baby kuscheln, anstatt in schummrigen Etablissements rumzulungern. Und du, Feldweg! Verdammt, ich war enttarnt. Ich führe meinen Stall streng nach dem Ludenbruch. Und ich mach sicherlich halbe mit dir. Also halt dich da raus, aus Lucrezia und überhaupt. Lass mir die Tür, das ist eine Nummer zu groß für dich. Wieso war unserem Gegner immer schon meine Identität bekannt? Der Einzige, dem ich erzählt hatte, wie ich vorgehen wollte, war Dr. Baird. Aber der war mein Auftraggeber. Kann nicht mehr weit sein bis zu dieser Methodistenkirche. Weißt du, Julia, ich hab dir nicht alles über mich erzählt. Jetzt kommen wir ja nicht mit plötzlichen Enthüllungen. Ja schon, ich bin nämlich eigentlich Zauberer. Ist ja nicht wahr. Ja, pass mal auf. Ich verwandle jetzt erstmal unser rotes Auto in ein weißes. Achtung! Na bitte, und zurück. Wow, zauber doch mal was gegen Kriege oder den Hunger in der Welt. Sei nicht so naiv. Und jetzt lass uns von dieser ganzen Zaubersache nie wieder anfangen, ja? Ach, diese Julia. Die Adresse stimmt. Irgendwo hier muss doch die Kirche sein. Ah, ich freue mich schon so aufs Heiraten. Ich war total im Arsch. Meine Ermittlungen hatten noch immer zu keinen verwertbaren Ergebnissen geführt. Mein Gegner war noch so gesichtslos und geheimnisvoll wie zu Anfang. Und ich hatte es in meiner neuesten Inkarnation nur zu einem preisgünstigen Flittchen gebracht. Dennoch hatte ich meine Kontaktperson aufgesucht, um meinem Auftraggeber Bericht zu erstatten. Ich sprach meine kümmerlichen Ergebnisse in sein verstecktes Penismikrofon. Ein uraltes Schrottding, aus dem schon die Batteriesäure leckte. Achtung, Achtung, Dr. Baird, hören Sie mich? Nimmt das überhaupt auf? Made in Mikronesien, 1943 mal. Nix, das ist brandneu, habe ich im Internet gekauft. Dr. Baird, Sie auch hier? Das ist ja großartig, dann kann ich Ihnen ja gleich selbst berichten. Also, ist alles zum Kotzen. Was ich auch tue, die sind mir immer einen Schritt voraus. Per Sofortkauf habe ich es geschnappt, für einen Spottpreis. Wie neu war da angegeben? Wissen Sie überhaupt, wovon ich rede? Wir haben gerade ganz andere Probleme. Ich glaube, da gibt's irgendwo eine undichte Stelle. Eine Ratte, die mit unseren Feinden unter einer Decke steckt. Wie gut kennen Sie diesen Okamoto? Löwenzahn 79 hieß der Verkäufer. Hatte nur gute Bewertungen, 92%. So einer dreht mir keinen Schmuh an. Oh, oh, Sie kommen mir auf die Striche. Nix wie weg. Löwenzahn 79? Heiliger Hasenbraten, den kennt jeder in der Szene. Das ist ein kirgisischer Spion, der ausgemustertes Material aus dem Burenkrieg verscheuert. Nein, 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 Sie lügen, ich höre Ihnen nicht zu. Um Gottes Willen, Mann, begreifen Sie denn nicht? Die Chancen stehen verdammt gut, dass das unser Mann ist. Hey, Sie, das Fenster ist ja ganz verschmiert. Warten Sie, ich mach's Ihnen sauber. Oh, danke. Sie sind ja ein echter Gentleman. Nebenbei brauchen Sie zufällig einen Hodenrekorder.
hätte einen gebraucht im Angebot. Günstig. Da, hören Sie doch. Nun versucht Ihren Kollegen auch noch mehr Mist anzudrehen. La 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 la, ich höre nichts, ich höre nichts. Mit diesem Löwenzahn haben Sie sich eine Filzlaus in den Pelz gesetzt. Nein, 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 Sie können mich nicht reinlegen. Ich arbeite schließlich mit Profis. Also Profi bin ich ja irgendwie schon, ne? Ich habe längst den Reinkarnationsdetektiv Nikos Maria Feldweg auf den Fall angesetzt. Der hätte mich gewarnt, wenn da was faul wäre. Moment mal, ich bin doch... Tja, Künstlerpech. Erst zu spät fiel mir ein, dass ich die 55 weißen Nelken im Knopfloch vergessen hatte, die wir als Erkennungszeichen ausgemacht hatten. Kein Wunder, dass mein Auftraggeber mich für einen Hochstapler halten musste. Dieser Fall machte mich noch ganz fertig. Julia? Julia! Was hast du mit dem Typen da zu schaffen? Ich wollte doch nur das Fenster putzen. Brad Pitt, was machst du denn da? Ich probiere mein OP-Besteck aus. Abfallprodukt aus der Raumfahrttechnik. Aber das ist doch total blutverklebt. Wie unhygienisch. Wollen Sie nicht mal Neues zulegen? Ich hätte da was im Angebot. Startpreis nur 1 Euro. Verkauf von privat. Kein Umtausch, keine Gewährleistung. Nix da. Mit Ihnen mache ich keine Geschäfte mehr. Und jetzt her mit meinem Penis-Mikrofon. Brad Pitt, lass ihn doch. Ich nehme mir nur, was mir von Recht wegen zusteht. Wollen Sie sich nicht doch noch mal überlegen? Beim Kombi-Versand nichts über Kosten sparen. Brad Pitt, hör auf. Du blamierst uns doch total vor dem netten Herrn. Das ist aber wirklich nicht wie neu. Da leckt's doch schon. Diese verdammte skandinavische Billigware, da ist man ja ohne noch besser dran. Eins sag ich Ihnen, die positive Bewertung können Sie sich jetzt in die Haare schmieren. Mit mir macht keiner sowas. Mit mir nicht. So will ich das Letzte. Oder nicht? Ach, Brad Pitt, jetzt reg dich doch nicht so auf. Ich reg mich nicht auf. Ich bin die Ruhe selbst. Ich mach mir Sorgen, wenn du so bist. Solche Löwenzahntypen wie der machen den ganzen Onlinehandel kaputt. Manometer, wenn wir erstmal im Hotel sind, kriegt er eine Bewertung, dass es nur so scheppert. Zumutung ist das. Zumutung. Muss Krieg her. Sonst geht das hier alles vor die Hunde. Ach, Brad Pitt. Jetzt zu Ostern. Schöner Weltkrieg. Das wäre was. Ich weiß, meine Geschichte ist schwer durchschaubar und es ist nicht immer leicht, ihr zu folgen. Aber so lässt uns die Wahrheit nun einmal zurück. Verwirrt wie die Därme eines Silberrückenknus. Um die ganze Sache nicht noch komplizierter zu machen, überspringe ich hier mal etwas. Nach langwierigen Ermittlungen in dreckigen Spelunken und einem spektakulären Ölringkampf auf Leben und Tod mit einem Pavianweibchen hatte ich endlich wieder eine heiße Spur. Anscheinend war Dr. Baird wegen seiner Geschlechtsumwandlungen mit ein paar religiösen Fanatikern aneinander geraten. Wie es aussah, hatte er mir Briefe mit Todesdrohungen verschwiegen, die ihn regelmäßig aus der Pressestelle der römisch-mormonischen Kirche erreichten. Ungeöffnet, weil Dr. Baird sie nie ausreichend frankierte und die Pfaffen das Nachporto nicht zahlen wollten. Ich hatte mich in ihre Reihen eingeschleust, weil ich mehr erfahren wollte. Aber um ihr Vertrauen zu gewinnen, musste ich ihnen auf einen dieser rituellen Spaziergänge folgen. Die Gruppe, der ich mich angeschlossen hatte, war unterwegs auf einem Kreuzzug ins Heilige Land. Sie dachten, man rechnete dort sicherlich nicht mit einer derart winzigen und dazu noch unbewaffneten Streitmacht. Ein cleverer Plan. Super Sache, der Kreuzzug, oder? Der Kreuzzug ist der König der Charts. Also, wenn der Kreuzzug eine Frau wäre, würde ich ihn heiraten und mit ihm Kinder machen. Ich und der Kreuzzug. Das wäre was. Hey, das ist bestimmt der Pfarrer. Der weiß, wo die Kirche ist. Ich frage ihn mal. Hallo? Hallo, Herr Pfarrer? Sagen Sie mal, wo geht's denn hier zur Kirche? Die Julia Roberts und ich wollen dann nämlich mal lecker heiraten. Ganz in weiß, rosa. Ich bin nämlich Brad Pitt. Sie haben wahrscheinlich schon mal von mir gehört. Ist jetzt aber kein Grund, so schüchtern zu sein. Ich meine, ich kann's verstehen. Ich, der große Star, und Sie nur ein kleiner Pfarrer... Moment mal! Falscher Alarm. Das waren Mormone. Julia? Ah, verstehe. Hast dich unsichtbar gemacht, was? Spitzeneffekt. Aber jetzt tauch mal wieder auf. Oder musst du vom Altargang noch Nervositätspipi loswerden? Julia! Julia Roberts! Mann, Weiber. Immer musst du auf sie warten. Dr. Baird? Baird Pitt. Dr. Baird, ich hab nachgedacht. Und das wird nichts mit uns. Du trägst keine Liebe in dir. Stimmt überhaupt nicht. Dr. Baird, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Nein, ich mach vorher mit dir Schluss. Und dabei wollte ich um deine Hand anhalten. Du hast alles verraten, was wir uns aufgebaut haben. Entschuldigung. Weg. Kannst du mich mal kratzen? Nix da. Zeit für Ehegattensplitting.
Wegen der habe ich jetzt auch den Glauben an die Liebe verloren. Naja, ich werde jetzt erstmal ins Netz gehen und da ein bisschen drüber bloggen. Oder ich mache einen Podcast oder so. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Schließlich habe ich viel mehr Freunde geaddet als sie. Und, Kinder? Gefällt's euch hier? Ja, Pfarrer. Prima. Hier wird nämlich in Zukunft unsere Methodistenkirche stehen. Müssen wir hier nur noch hinstellen. Josef und Anselm können die ja schon mal aus dem Kofferraum holen. Aber passt mit dem einen Seitenschiff auf. Das ist schwerer, als man denkt. Ja. Und die anderen könnt ja schon mal anfangen, tote Äste zu sammeln. Aus denen schnitzen wir dann nachher gemeinsam die Kirchenbänke. Irgendwelche Einwände? Nee, finde ich alles gut, du. Schön. Ihr wisst, als Methodisten müsst ihr frommer sein als die Frommsten und katholischer als der Papst. Sonst fressen euch noch die Mormonen. Mann, ich bin gespannt, wie es so ist im gelobten Land. Man hört ja nur Gutes. Sind wir bald da? Ja, gleich. Nur noch schnell über die Alpen. Dann mal los. Hier vorne dachte ich, kommen die Türen hin. Und wenn man reinkommt, auf jeden Fall eine Orgel. Wobei, am besten direkt zwei. Genial. Tja, deswegen bin ich auch hier der Pfarrer und ihr nur Messdiener. Herr Pfarrer, was ist denn, wenn wirklich die Mormonen kommen? Herr Pfarrer? Meine Mama hat mir noch Stullen eingepackt. Will jemand tauschen? Ich habe welche mit Pflaumenmus. Hat einer Heringssalat, aber ich will den in rosa, nicht den weißen. Wir essen nicht, wir glauben. Das ist ein Kreuzzug und kein Schlemmerexpress. Ey, der Pfarrer weiß echt Bescheid, oder? Total krass. Krass für Christus, Alter. Ich wünschte, er würde mich mal anfassen. Ah, was für ein schöner Tag. Na, Jungs, soll ich euch heute Abend in der Wanne in den Rücken schrubben? Hurra! Ja, jawohl! Das ist alles so aufregend. Wisst ihr, früher war ich immer beim Kinderkreuzzug. Wart ihr früher auch beim Kinderkreuzzug? Nein. Wir sind den ganzen Tag im Schneesturm über die Alpen gewandert und abends haben wir dann im Zeltlager Marshmallows gegrillt, zusammen mit den anderen Überlebenden. Und wenn es mal geregnet hat, dann durften wir immer bei einem netten Kalifen übernachten. Und jetzt bin ich zum ersten Mal beim Erwachsenenkreuzzug dabei. Singt ihr hier auch am Lagerfeuer? Wir beten und wir sterben für die heilige Mutterkirche. Und macht das Spaß? Es gibt Schlimmeres. Hört ihr das? Klingt wie fernes Donnergrollen. Werd nicht poetisch, Junge. Die Mormonen kommen. Nach vorne, Methodisten. Ganz viele. Vor uns die Ungläubigen! Hosianna! Hosianna! Herr Pfarrer, was machen wir denn jetzt? So, beten, ne? Ist nie verkehrt. Deckt euch mit Nahrung ein, meine Brüder. Jerusalem ist noch weit. Hier ist ihre. Ist doch eigentlich eine schöne Gelegenheit für den ökumenischen Dialog. Das finde ich ja so toll am Kreuzzug. Man begegnet so vielen unterschiedlichen Kulturen. Ach, am Ende schmecken sie doch alle gleich. Los, Kinder, preiset den Herrn. Ja, Herr, dann opfert euch mal, damit ich entkommen kann. Hurra, der Pfarrer. Ja, ich sterbe mit seinem Namen auf den Lippen. Voll cool. Der Pfarrer ist größer als Jesus, finde ich. Hier, wie wäre das? Ich tausche den Mastdarm da gegen meine Pflaumenmusstullen. Na? Das ist ein Dickdarm, Herrgott, nochmal. Und jetzt da endlich still, ist deine Niere beim Essen wirklich geredet. Ist ja nicht so, dass es hier gleich langweilig wird, nur wenn wir mal für eine Minute die Klappe halten. Wir könnten doch auch zum Beispiel... Ruhe! So tobte der Streit über Stunden dahin. Aus den Stunden wurden Tage, aus den Tagen Wochen und Monate, und so vergingen viele, viele Jahre. Die Zeit scheint schnell, beinahe gleichgültig zu vergehen, wenn man sie als eine Abfolge von Kriegen, von den großen religiösen Konflikten,
von Aufstieg und Fall von Großmächten versteht. Die wahre Epik unseres Lebens aber offenbart sich erst im Schicksal des Einzelnen. Voller Trauer über seine gescheiterte Beziehung vergaß Dr. Bert alles. Er vergaß Helgoland, seine Geheimidentität als Bert Pitt. Er vergaß sogar sein Problem mit den Türen. Dr. Bert kehrte in seine Klinik zurück, aber er fand dort keinen Frieden. Und auch seine Geschlechtsumwandlungen wurden immer lustloser. Zu viel erinnerte ihn an Julia Roberts. Um die Gedanken an sie endlich hinter sich zu lassen, verkaufte er die Klinik und zog sich aus dem Leben als Arzt zurück. Ein Leben, das ihm bemerkenswerten Ruhm, aber auch große Einsamkeit gebracht hatte. Ich verlor ihn für eine Weile aus den Augen, denn nachdem er meine Spesenrechnungen nicht mehr bezahlte und mich nicht einmal mehr nachts anrief, um mich wegen irgendeines Abrechnungspostens, der ihm zweifelhaft erschien, anzuschreien, wendete ich mich anderen Fällen zu. In seiner ehemaligen Klinik tuschelte man, Dr. Bert wäre jahrelang als Rucksacktourist durch Asien gestreift, ein bloßer Schatten seiner selbst. Wie ich später erfuhr, sollte er in Indien auf der Suche nach Erleuchtung all seinen märchenhaften Reichtum an einen dubiosen Guru verlieren. Verarmt kehrte er in die Heimat zurück, noch immer erfüllt von einer seltsamen Leere. Um seinem Leben einen Sinn zu geben, begann er damit, sich eine neue, bürgerliche Existenz aufzubauen und schlug eine Karriere im mittleren Polizeidienst ein. Wegen seines bisherigen, unsteten Lebenswandels rechnete man ihm keine besonderen Aufstiegschancen aus. Also arbeitete er hart, härter als die meisten auf seinem Revier und übernahm auch noch den kleinsten Fall. Oft schlief er bei der Arbeit ein und manchmal sah man ihn völlig übermüdet im Partykeller der Polizeiwache an der Bar sitzen und stundenlang an einer Tasse Tee nippen, die Augen leer, den Kopf in Gedanken. Er versuchte, seine eigene Geschichte zu verstehen. Zu verstehen, wie es mit ihm, Dr. Bert immerhin, so weit hatte kommen können. Doch immer, wenn er sein Leben Revue passieren ließ, schien ein entscheidendes Puzzleteil zu fehlen. Bis zu diesem einen schicksalhaften Tag. Kaum hat man sich hingelegt, geht das Telefon. Und das nach einem Tag voller Arbeit. Mann, doch. Ich bräuchte eigentlich mal einen neuen Klingelton. Aber ich habe die Nummer vom Internet nicht. So, was gibt's? Ja, hier ist der Wachmeister. Hallo, Dr. Bert. Wir haben ein Problem. Was ist denn los? Ja, der Kasper war frech zur Oma. Das ist nicht wahr. Ja, ich wollte fragen, ob Sie da vielleicht mal... Den Kasper konnte ich noch nie leiden. Der kann was erleben. Prima. Frech werden bei die Oma. Ich glaube, es hackt. Da hat der Arsch aber Kirmes. Und das hier mit Filmen, wie ich mich ausziehe, geht mir auch auf den Sack. Da! Dass der Kasper ausgerechnet jetzt Stress machen muss, das sieht dem auch ähnlich. Dabei wollte ich heute eigentlich den Keller aufräumen. Mann, das sieht hier ja echt aus wie bei Hempels im Keller. Ich glaube, auf dem Regal steht sogar noch irgendwo die He-Man-Burg. Wobei, die könnte auch hier drin sein. Na also. Wo ist er denn nun, der Kasper? Kaspert hier wahrscheinlich irgendwo rum. Hm? Ich renn ja. Ich höre ihn schon. Er singt doch da irgendwo. Oh, ich brauche aber auch lange heute, bis ich ankomme. Ja, da ist er ja. Erstmal die Kettensäge weg. Ich glaube ja schließlich an Resozialisierung. Kasper, du kleiner Gangster. Wie viele Oma-Seelen willst du noch zertrampeln, bis du einsiehst, dass deine Taten böse sind? Nimm das hier doch. So, das war dir hoffentlich eine Lehre. Jetzt sag nicht, du hast immer noch nicht genug aufs Maul gekriegt. Also das enttäuscht mich ja jetzt maßlos. Betroffen macht mich das. Was machen wir nur mit dir? Rehabilitierung gescheitert? Wegsperren geht auch nicht. Ist ja kein Haus in der Nähe. Also machen wir mal einen auf konsequent, du Oma-Ärgerer. Moment mal, ich hab's gleich. Oh, jetzt pass auf. Also, geht doch. Seppel.
Gut, von dem hat der Wachtmeister jetzt nichts gesagt, aber frech war der bestimmt auch. Muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht selber schneide. Kennt man ja. Sich sägen bringt Regen. Pass bloß auf, du Frechdachs. Ich meine, von hier aus könnte ich dich natürlich auch einfach die Treppe runtertreten. Aber das wäre halt nicht so lässig. So, jetzt gibt's die volle Breitseite Pädagogik. Oh, das ist gut, ich sehe nichts mehr. Ja, der hat Glück gehabt. Ja, Seppel, jetzt tut dir leid. Ich hätte dir mal vorher überlegen sollen. Jetzt entschuldige dich endlich. Ich will nach Hause mit meiner He-Man-Burg spielen. Seppel, du hast so gesaftet, durch die ganze Plörre hat sich sogar die Treppe zu Sand aufgelöst. Na, dafür hast du aber auch deine Lektion gelernt, denke ich. Pass mal auf, die Finger verkaufe ich nachher als Würstchen. Kleiner Witz. Sieh genau hin, Gott. Du bist der Nächste. Und die Säge, die kann ich ewig hochhalten, denn ich bin stark. Stärker als Kaspar und Seppel. Höchstens das Krokodil, das ist noch stärker als ich. Na, wobei, beim Malen nach Zahlen habe ich das Krokodil früher mal abgezogen. Das hat sich jedes Mal vertan bei dem Bild mit dem Pferdekopf, weil es halt nicht so gut mit Nummern kann. Okay, wo ist das Krokodil? Was meinst du, Säge? Keine Ahnung, Dr. Bert, brumm, brumm, brumm. Ich bin nur eine einfache Motorsäge und war nie auf der Motorsägen-Uni, brumm, brumm, brumm. Bin ja schon wieder in der Spannungsszene. Irgendwo muss das Krokodil doch gleich kommen. Ui, 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 brumm, brumm. Da wird sich die Oma freuen, wenn ich jetzt auch noch das Krokodil erwische. Vielleicht backt sie uns sogar einen Kuchen, brumm, brumm, brumm. Na, was haben wir denn da? Der ist zumindest irgendwie grünlich. Das muss das Krokodil sein. In Verkleidung. Scheiße, okay, das war es doch nicht. Aber man wird ja auch als Arzt mal einen Kunstfehler machen dürfen. Ist ja auch kein Wunder, so müde wie ich immer noch bin. Mitten aus dem Schlaf gerissen hat mich der Sackwachtmeister. Ich leuchte mich noch ein paar Minuten hin. Oh. Huch. Nein. Gute Nacht, Säge. Gute Nacht, mein Prinz. Brumm, brumm, brumm. Ja. Oh, wunderbar. Es wird auch schon dunkel. Die ganze Geschichte lag jetzt viele Jahre zurück. Aber was haben Jahre schon für eine Bedeutung, wenn man quer durch Zeit und Raum wiedergeboren wird? Wieder einmal war ich von den Toten zurückgekehrt. Wieder hatte ich sprechen, laufen und das ganze Zeug gelernt. Eines Tages, ich hatte die seltsamen Ereignisse schon fast vergessen, wurde ich aus heiterem Himmel wieder mit meinem Fall konfrontiert. Was für ein Scheißtraum! Während ich schweigend mein Geschäft verrichtete, überkamen mich mit einem Mal Fragen existenzieller Natur. Was war der Sinn meines Daseins? Was bedeutete Glück für mich? Und wer war ich diesmal überhaupt? Ich kam mir irgendwie so bekannt vor. Und ich hatte kein Klopapier. Aber das war nicht der Punkt. Dr. Bert war der Punkt. Mich packte ein schrecklicher Verdacht. Wenn ich vom Pipi machen träume, gibt's immer ein Malheur. Ich musste einfach Gewissheit haben. Hallo? Hallo, ist wer zu Hause? Sie können ruhig rauskommen, ich bin Arzt. Wollen Sie mein Diplom sehen? Habe ich jetzt gerade nicht dabei, kann ich aber holen. Hängt bei mir zu Hause an der Wand. Direkt gegenüber von der Hausbar, da kann ich dem immer zuprosten. Wo komme ich her? Auch das fragte ich mich inmitten meiner philosophischen Überlegungen. Klar, vom Klo, da war ich ja eben noch. Aber gut, dass ich nochmal nachgesehen hatte. Als nächstes fragte ich mich, wo gehe ich eigentlich hin? Tja, das war schon eine Ecke schwerer zu beantworten, zumal ich keine Ahnung hatte, wo ich hier eigentlich war. Da, die Tür. Urplötzlich fiel mir mein Fall wieder ein. Diese verdammte Tür war der Schlüssel zu allem. Sie war kaputt. Sie ließ sich gar nicht schließen. Keine Macht der Welt hätte sie dauerhaft zugekriegt. Mir war sofort klar, dass hier alle Fäden zusammenlaufen mussten. Und trotzdem gab es noch zig offene Fragen in diesem Vexierspiel aus Sex and Crime. War ich tatsächlich unversehens ins Hauptquartier unserer Gegner gelangt? Wieso konnte ich mich dann nicht daran erinnern, wie ich hierher gekommen war? Und wie war ich hineingelangt, ohne irgendwem aufzufallen? Wer war ich? Auf diese Frage lief alles hinaus. Ah, ein Arachnide! Ich spüre, dass meine Hausspinne mich braucht. Halt aus, Bartholomäus! Irgendwas an dieser Bruchbude erinnerte mich an das Haus, in dem ich meine Kindheit verbracht hatte. Wo zum Teufel war ich hier hingeraten? Moment, Teufel? Mir kam der Verdacht, dass ich vielleicht in der Hölle war. Wiedergeboren in der Hölle, klang andererseits weit hergeholt.
Gab es vielleicht auch eine logische Erklärung? Wo bist du, Bartholomäus? Ich finde dich, du Sau. Ich steckte bis zum Hals im Symbolismus. Dieses Seil war ein weiteres Indiz. Es war geknüpft zwischen Tier und Übermensch, wie Dr. Bert selbst. Endlich war ich im Begriff, die schreckliche Wahrheit zu erfahren. Ich war wiedergeboren worden als Dr. Bert. Ich bin du. Mich peitscht der Selbstzweifel. Das war also des Rätsels Lösung. Mein Auftraggeber Dr. Bert selbst war es, der all die Türen offen ließ. Durch Drogenexperimente in seiner Studentenzeit musste sich seine Psyche gespalten und eine Armee von monströsen Astralwesen geschaffen haben. Verdammt, wieso war ich da nicht gleich drauf gekommen? Es war doch die ganze Zeit so offensichtlich gewesen. Türen auflassen. Mann, die Bausubstanz ist ziemlich hinüber. Wenn das hier kein Haus wäre, sondern nur ein Symbol für jemanden des Geisteszustand, dann würde ich sagen, derjenige hat sie nicht mehr alle. Haben Sie Bartholomäus gesehen? Oh, nein! Warten Sie, Sie wissen doch gar nicht, wie er aussieht. Also, er hat so 8 Beine und ganz viele Augen. Wie so ein Elefant, so ohne Rüssel, mehr Beine, mehr Augen. Mir wurde klar, dass dieses Haus gar kein Haus war, sondern die Verkörperung von Dr. Berts gestörtem Geist. Nur wenn wir die Ungeheuer, die ihn bevölkerten, vernichteten, konnte er geheilt werden. Mann, ich habe den Verdacht, dass dieses Haus gar kein Haus ist, sondern die Verkörperung meines gestörten Geistes. Wahrscheinlich kann ich nur geheilt werden, wenn ich die Ungeheuer vernichte, die den Laden hier bevölkern. Mit einem Mal wurde Dr. Bert und mir alles klar. Er hatte auch das Flugzeug am Anfang vom Film abstürzen lassen, mit Hilfe einer Nagelfeile, die er an Bord geschmuggelt hatte, versteckt in seiner Harnröhre. 138 Menschen waren dabei ums Leben gekommen und 17 weitere anschließend in der Menge der Schaulustigen zertrampelt worden. Eine nutzlose Vergeudung menschlichen Lebens. Nur weil Dr. Bert damals zu den coolen Kids auf seiner Uni gehören wollte. Oh nein, all die schlimmen alten Geschichten. Es kommt alles wieder hoch, so wie ich gerade die Treppe hier hochlaufe, um die aufsteigenden Erinnerungen zu symbolisieren. Ich bin dein verregneter Urlaub von 76. Mit Entsetzen bemerkte ich, dass Dr. Bert dabei war, einen fatalen Fehler zu begehen. Durch die Erinnerung an vergangene Niederlagen würden die kranken Impulse nur noch verstärkt werden. Schon fielen die Selbstzweifel über ihn her, wie Lemminge über die Klippe. Moment mal, was machst du denn da mit dem Finger? Das ist doch dein Finger, oder? Dr. Bert, Sie müssen jetzt stark sein. Sie müssen Ihren Ängsten etwas Positives entgegenhalten. Ja, ich versuch's ja. Sie dürfen diese Monster nicht hassen, sondern müssen lernen, sie zu verarbeiten. Müssen lernen, sie zu lieben. Jeder Mensch kann lieben, auch Sie. Liebe ist der Schlüssel. Das war der Grund für die ganze Türsymbolik. Sie selbst haben die Türen offen gelassen, weil Sie sich unbewusst danach sehnen, dass die Liebe Ihre Seele aufschließt. Während Dr. Berts Ich verzweifelt vor den Verkörperungen vergessen geglaubter Komplexe zu fliehen versuchte, drehte ich mit dem Über-Ich erstmal eine Runde ums Gelände. Und das war ziemlich verkommen. Der Herr Saubermann, Akademiker, hatte ganz schön Schutt im Oberstübchen. Doch dann nahte die Rückkehr des Verdrängten. Dr. Bert, die Tür ist kaputt. Du bist ein Versager. Niemand hat dich lieb. Eigentlich bist du schwul. Stimmt nicht. Ich heirate einfach nur gerne. Stimmt wohl. Nein, Julia war eine Frau. Endlich schlug Dr. Bert zurück. Er hatte tief in sein Gedächtnis gegriffen und seine glücklichen Kindheitserinnerungen zu einer Axt materialisiert. Verdammte glückliche Jahre. Ja, bis zu diesem unglückseligen 4. Geburtstag. Warum hast du mich nie gelegt, Mutti? Wenn ich Mädchenkleider tragen will, dann tue ich das. Das hier ist schließlich die Postmoderne, da geht sowas. Und du? Nimm die Finger aus meiner Bikinizone, Onkel Eugen. Du denkst, ich bin für ein paar Bonbons rumzukriegen? Denkst du, ich bin so billig zu haben? Da muss wenigstens Snickers drin sein, du Sau. Und du? Dich erkenne ich sofort. Du bist der kategorische Imperativ, du verdammter Heuchler. Handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetze machen kann, hä? Und am Wochenende bist du doch wieder bei den Huren. Ich habe dich gesehen mit Black Emanuel Kant. Da sagst du nur, weil du kategorisch impotent bist. Du machst mich doch nur runter, weil du selber keinen mehr hochkriegst. Sei still, sei still! Du befummelst niemanden mehr, du schwitziger Schwengelschwenker. Mit Freude sah ich, dass Dr. Bert endlich die Liebe in sich entdeckt hatte. Stirb, du sollst verrecken, du Sau! Er war dabei, nun endlich doch noch mit sich ins Reine zu kommen und so seinen Hass zu überwinden, der ihn immer wieder anecken ließ und sogar seine Beziehung zu Julia Roberts zerstört hatte. Vorsicht, Stufe!
Hey, du bist doch der eine aus der 3B, der mir immer meine Pokémon-Karten geklaut hat. Und mein Taschenmesser. Du hast Dr. Bert ist doof auf mein Mäppchen geschrieben und in meine Haustür hast du Pimmelbilder geritzt. Mit meinem Taschenmesser, du frugaler Beutelschmand. Da wird's mal Zeit für Türquälerei. Ich würde ja sagen, da bist du platt, aber das wäre mir zu flach und ich will ja nicht das Niveau drücken. Man muss nicht überall einen Gag rausquetschen. Und du? Du bist der Schlimmste von allen. Es war vollbracht. Dr. Bert hatte die Mächte der Finsternis besiegt. Durch diesen Anfall symbolischer Autoaggression hatte er die Dämonen seiner Kindheit bezwungen und sich so selbst geheilt. Nun konnte er in sein altes Leben zurückkehren, ohne irgendwelche Türen offen zu lassen. Vielleicht würde er auch noch Maler werden. Ja, Fingerfarben. Da war er immer gut mit. Sogar der Beste im ganzen Kindergarten. Schon damals hieß es, nur Dr. Bert Arbeit ist Wert Arbeit. Ja, Fingerfarben! Fingerfarben! Ah, Fingerfarben! Es sah so aus, als würde die Kunst seine Genesung noch unterstützen. Und es war eine gewaltige, frische, dynamische Kunst, die er da lebte. Ja! Ja, ich bin radikal und progressiv. Ich gehe gegen gesellschaftliche Zwänge vor. Und ich lasse alle Welt dran teilhaben. Ja! Ja, Juchai! Potzdonner, ich lebe, ich lebe! So verwoben sich alle Fäden meiner Geschichte zu einem schmucken Perserteppich, der auch dem Kaminzimmer eines übergewichtigen schwarzafrikanischen Negerdiktators zur Ehre gereichen würde. Dr. Okamoto wurde wiedergeboren als Senior Assistant Manager in der Filiale einer großen Supermarktkette. Ich treffe ihn noch manchmal an der Käsetheke und wir scherzen über die guten alten Zeiten. Dann kaufe ich meist ein Stück Edamer. Die Kreuzfahrer plünderten Konstantinopel und wurden spektakulär reich. Der Wachtmeister überwand endlich sein Alkoholproblem und ich, nun, während ich versonnen betrachtete, wie Dr. Bert Farbe in unser aller tristen Alltag brachte, dachte ich unwillkürlich auch über mein eigenes Leben nach. War ich denn wirklich besser als das, was er bis eben noch gewesen war? Sich Tag für Tag in neuen, unauffälligen Durchschnittstypen zu inkarnieren, konnte man das Leben nennen? Was war aus meinen eigenen Träumen, meinen Wünschen und Plänen geworden? Hatte ich vielleicht so viele unterschiedliche Kindheiten gelebt, dass ich darüber ganz vergessen hatte, erwachsen zu werden? Detektiv, was war das überhaupt für ein Beruf? Eigentlich hatte ich doch immer weltberühmter Spezialist für Geschlechtsumwandlungen werden wollen. Zwar würde ich dafür Geld brauchen, doch das würde wohl kein Problem sein, denn schließlich hatte ich meinen Fall mit Bravour gelöst. Dr. Bert war mit sich im Reinen und die Türen würden in Zukunft geschlossen bleiben. Mir stand ein fürstliches Honorar zu. Vielleicht sollte ich mich danach erstmal als Madonna reinkarnieren und ein bisschen rumvögeln zur Feier des Tages. Dazu ein schöner Schluck Maulwurfsmilch. Das hatte ich mir jetzt echt verdient. Dr. Bert, Dr. Behert, wo sind Sie? Ich habe hier schon mal die Rechnung fertig gemacht. Dr. Bert, Dr. Bert. Nein! Nein! Jetzt stellen Sie sich mal nicht an, Dr. Bert. Wir haben schließlich im Vorfeld über mein Honorar gesprochen. Dr. Bert schien sich noch einmal aus der Sache herausgewieselt zu haben. Zum Glück wurde ich als nächstes wiedergeboren als Schuldeneintreiber eines Inkasso-Unternehmens, das ich zuvor mit der Angelegenheit betraut hatte. Geld her! Er gestand mir, dass er die kümmerlichen Reste seines Vermögens investiert hatte, um Julia Roberts sterbliche Überreste ausstopfen zu lassen. Stellte sich mir zum Ausgleich aber für medizinische Experimente zur Verfügung. Sofort machte ich mich daran, an Dr. Bert eine Geschlechtsumwandlung durchzuführen. Auch wenn sich seine Genitalien als sehr widerstandsfähig erwiesen. Ich tat es für die Wissenschaft und spürte, dass nun ein neuer Abschnitt in meinem Leben anbrechen würde. Der Gerechtigkeit war Genüge getan und der Sieg des Guten nicht mehr aufzuhalten. Ich werde mein Habe verwalten, werde sonst noch nützen und jedes, selbst das wissenschaftliche Bestreben, hat nun Einfachheit, Halt und Bedeutung. Jo, das war jetzt also Zombie 09. Wie fandst du den so? Ah, ich will jetzt erstmal über was anderes reden. Zum Beispiel Penisse. Ah, wusstest du, dass der traditionelle Maibaum ein Überrest eines antik römisch-griechischen Peniskults ist? Ach, tatsächlich? Mein Nachbar heißt Maibaum. Ist ja nicht wahr. Naja, doch, Gangolf Maibaum. Oh, toll. Steckt da irgendeine interessante Geschichte hinter? Nein. Also
Also ich bin in den Film überhaupt nur gegangen, weil Ilja Richter in der FAZ geschrieben hat, das wäre so eine typische Geschichte aus unserer Zeit, wie sie jeden Tag hundertfach vor unserer eigenen Haustür stattfindet. Wir bemerken es nur nicht, weil wir das Staunen verlernt haben. Mein Name ist Nikos Maria Feldweg. Ich bin Reinkarnationsdetektiv. Meine Arbeit beginnt dort, wo die der Ärzte endet, beim Tod. Wo andere Detektive in Verkleidungen und unter falschem Namen ermitteln, ermittle ich in der Tarnung eines neuen Körpers. Nun gut, es ist recht zeitraubend, immer wieder Dinge wie Lesen, Sprechen und Laufen zu lernen, aber niemand hat behauptet, dass es ein leichter Job ist. Der Fall, den ich Ihnen heute schildern will, ist jedoch auch für einen Wiedergeburtsprofi wie mich ungewöhnlich. Alles begann hier, in Dr. Baerts Klinik für Geschlechtsumwandlungen, mit einem ganz besonderen Mann. Entschuldigung bitte. Aus dem Weg. Lassen Sie mich in Ruhe. Also bitte. Kein Autogramm hier fürs Bieten. Mann. Jetzt rennt mir nicht hinterher. Finger weg. Nicht anfassen. Nein, Fotos auch nicht. Und es reicht keine Posierungsfrische, dass das mal klar ist. Ich finde ihn trotzdem gut. Assis. Mann. Nie hat man seine Ruhe. Verdammt, ich bin Arzt und kein Mediziner. Tür zu. So, dann wollen wir mal. Aber Dr. Baert ist doch noch gar nicht da. Ist auch besser so. Der würde nur wieder rumschreien und uns kneifen. Es reißt euch mal zusammen. Dr. Baert steht unter großem emotionalen Druck. Ja, Dr. Okamoto. Geben Sie mir mal lieber so ein, so zum Schneiden eins. Genau. So. Wissen Sie, diese Art Operation ist heutzutage ein Kinderspiel. Gucken Sie mal, jetzt haben wir schon mal einen Schlitz. Den kann man auch ein bisschen abtupfen, so. Sieht doch schon ziemlich glaubwürdig aus. Mann, Dr. Okamoto, Sie machen das fast so gut wie Dr. Baert. Ach, Sie Schmeichler. Um die Operation abzuschließen, müssen wir jetzt noch die männlichen Attribute entfernen. Ah, vorsichtig die Hoden entnehmen. Na, das ist doch mal ein schönes Paar. Bewahren Sie das mal auf, ja? Ja, Dr. Okamoto, ich leg's zu den anderen. Schön, schön, dann sind wir hier auch gleich fertig. Ein bisschen Privatsphäre, mehr will ich gar nicht. Aber keine Security hier, gar nichts. Nichts funktioniert, Zumutung. Guten Morgen, Dr. Baert. Dann lassen Sie mich bloß in Ruhe. Dieses Land braucht Krieg. Zack, Krieg und fertig. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Tür, die mache ich zu, jawohl. Die auch. Scheißtür. Sehen Sie, fertig ist die Geschlechtsumwandlung. Dr. Okamoto, hast du ja etwa die Tür offen gelassen? Nein, Dr. Baert. Die Kollegen sagten, die wäre schon offen gewesen. Sagen Sie so einfach. Nein, nein, wirklich. Wir glauben, das war der Racker hier. So ein Quatsch! Aber Dr. Baert, wir sind uns da ziemlich sicher. Also... Sie Bettwurst im Naturdarm! Zweifeln Sie etwa an Dr. Baert? Nein, aber es gibt da stichhaltige Beweise. Schauen Sie mal. Unsere Geräte zeigen auch an, dass das so einer ist. Ach, so ist das. Ja, jedes Piepsen symbolisiert eine potenziell offengelassene Tür. Und dabei macht er so einen friedlichen Eindruck. Tja, mein Freund. Du denkst, du kannst hier einfach so die Tür auflassen, was? Und zwar meine ich diese Tür hier. Aber Dr. Baert, ich habe ihn gerade erst operiert. Guck mal, die Hoden. Ist auch ziemlich gut geworden, finde ich. Ach, mir doch egal. Na, dann wollen wir mal Köpfe mit Nägeln machen. Moment mal, Dr. Baert, wir sind da wirklich stolz drauf. Stolz? Da drauf? Der Fuschi ist auch höchstens Vorschulniveau. Dr. Okamoto, danke. Danke, ich bin ein neuer Mensch. Lassen Sie sich nichts erzählen. Da, guck doch, Dr. Baert. Er ist zufrieden. Gucken Sie mal, was ich kann. Was du kannst? Mich kannst du mal. Nein, da. Er menstruiert sogar. Der kann hier rumregeln, wie er will. Einfach mein ärztliches Urteil in Frage stellen. Wo kommen wir denn da hin? Aber er blutet wie eine junge Göttin. Sogar aus dem Kopf.
Da. Schon ist er kaputt. Das soll Wertarbeit sein, du Stümper. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Dr. Bert, was ist denn, wenn das hier gar nicht der geheimnisvolle Türöffner gewesen ist? Dann ist er noch irgendwo da draußen. Hier, in Dr. Berts Klinik für Geschlechtsumwandlungen, herrschte das Grauen. Seit geraumer Zeit trieb dort ein Unbekannter sein Unwesen, der immer wieder Türen offen ließ. Der weltberühmte Arzt Dr. Bert hatte mich hinzugezogen, um den Täter aufzuspüren und seine Eier auf Toast zu servieren. Er und sein Kollege Dr. Okamoto hatten keine Zeit, sich selbst um die Sache zu kümmern, weil sie, so Dr. Bert, unterwegs waren zu einer wichtigen Umwandlung. Obwohl er zu den brillantesten Köpfen seiner Generation zählte, fehlte ihm der Killerinstinkt eines berufsmäßigen Bluthundes wie mir. Und doch schien unter seiner zerbrechlichen Psyche ein dunkles Geheimnis zu lauern, das nur darauf wartete, dass der Vorhang der Zivilisation beiseite geschoben wurde, um Platz zu schaffen für das Kettenkarussell der Urtriebe. Um dich. In letzter Zeit wirkst du so angespannt, aber wenn man dich danach fragt, streitest du alles ab. Nein, tu ich nicht. Da vorne hinter der Kurve ist schon das Meer, also konzentrier dich mal lieber auf die Überfahrt. Da siehst du, war doch überhaupt kein Problem. Möchtest du darüber reden? Ich habe nun mal einen Beruf, der eine gewisse Anspannung erfordert. Schließlich bin ich Dr. Bert. Halt den Krankenwagen an. Wir sind da. Ich wollte nur nett zu dir sein, Dr. Bert. Ich kann dein badeschlappiges Sozialpädagogengekuschel aber nicht ab. So, was haben wir denn hier? Gasmasken, Butterbrote und das Agentenset aus dem letzten Yps-Heften. Dann kann's ja losgehen. Was haben wir denn eigentlich vor? Wirst du schon sehen. Also frag nicht so blöde. Und weißt du was? Du wolltest unbedingt mit. Also wirst du auch die Ausrüstung tragen. Jetzt mach schon. Du hast schließlich gewusst, worauf du dich hier einlässt. Ich bin nur mitgekommen, weil ich nicht wollte, dass dir was passiert. Du hältst mich nur auf, hörst du? Ich würde dich jederzeit im Feld zurücklassen. Das ist hier kein Krieg, Dr. Bert. Das ganze Leben ist ein Krieg. Ja, ja, ja. Ah, ein Spannungsprüfer. Was denkst du denn? Wir müssen schließlich wissen, wann es hier spannend wird. Siehst du, das kann ich echt mal befürworten. Ohne Spannung interessiert sich schließlich keine Sau für das, was wir hier machen. Wobei, zu spannend ist ja auch nicht gut. Wie da bei Bambi, wo Bambis Mutter von den Mongolen vergewaltigt wird. Da habe ich richtig die Augen zugemacht. Das war zu doll. Angsthase, ich habe da geguckt. Müssen wir unbedingt in den Wald? Klar, ist doch ein Gewaltfilm. Für sowas geht man in die Gewälder. So. Jetzt schmeiß das Ding mal an. Wollen wir doch mal sehen, wie spannend die Sache wird. Mann, bei dem Gewirr hier muss ich immer an Schillers Kabel und Liebe denken. Und? Was zeigt's an? Da drüben. Da ist spannend. Naja, momentan klingt's ja noch nicht so enthusiastisch. Hier ist noch Gas von Sam. Jetzt wird's langsam Fulci. Aber da, ja, ja, da geht was. Das wird ja richtig Coppola, mein lieber Schwan. Oh, 8,3 auf der Spannungskurve. Das sind Hitchcock-Werte. Tendenz steigen. Hältst du es noch aus oder musst du nachher erstmal die Hose wechseln? Hier muss es sein. Das Spannungszentrum. Tja. Die Bäume da, die sind spannend. Nee, guck mal, jetzt ist schon weniger. Die Anzeigen sind irgendwie unklar. Wir haben die Sache überzogen. Jetzt wird's wieder öde. Na gut, wenn wir damit dann durch sind, machen wir weiter mit dem Krieg der Sterne Kostümwettbewerb. Gut, bring es hinter uns. Ich kann nicht mehr.
Guck mal, ist das jetzt endlich der Couscous-Kurier? Na, wenn mal mehr nicht Zeit. Ich habe schon vor einer Stunde angerufen. Ansonsten bestellen wir das nächste Mal wieder ein Tofu-Taxi. Hey, Ameisenbären. Ja, euch pfeifen, meine ich. Habt ihr was zu mampfen dabei? Ansonsten verzieht euch, sonst gibt's links, rechts was in die Esszimmereinrichtung. Nein, Sie gehen jetzt. Aber hurtig. Das hier ist eine Spannungsszene. Da können Sie nicht einfach so reinlatschen. Sie dürfen Ihnen das wirklich alles nicht übel nehmen. Wissen Sie, Dr. Bert macht gerade eine schwere Zeit durch. Können Sie es wagen, mich einfach so anzufassen? Ich bin Dr. Bert! Haben Sie überhaupt irgendwo studiert? Sie waren wohl auf der Baumschule, was? Ach, aber Dr. Bert, die Herren haben doch völlig recht. Wir haben nur wirklich nichts zu essen dabei. Ach, und wenn du die Typen so toll findest, warum heiratest du sie dann nicht gleich? Du blöde Strunzkuh! Ich will doch nur, dass du mal glücklich bist. Dir geht's doch momentan nicht so gut. Und da dachte ich... Was gibt dich das an, wie es mir geht? Aber wir sind doch Freunde. Freunde? Ich habe immer nur mit dir gespielt, weil du mehr Power Rangers-Figuren hattest. Und weißt du, warum du die hattest? Weil deine Eltern dich nicht geliebt haben. Die wollten dich mit Spielzeug ruhig stellen. Nein, das ist nicht wahr. Niemand hat dich jemals geliebt und das zu Recht. Bitte nehmen Sie sich unser Gespräch nicht zu Herzen. Hey, kein Problem, Bruder. Wir Helgor sind nämlich... Niemand redet mit Dr. Bert, wenn Dr. Bert ihn nicht gefragt hat, klar? Das ist Dr. Berts Gesetz. Dr. Bert... Der Einzige, der seiner verklemmten Seele etwas Halt gab, war sein Kollege Dr. Okamoto. Du, Dr. Bert, der eben war doch wirklich fast gut gelungen. Warum willst du trotzdem immer meine Patienten erschießen? Weil du nur Dr. Okamoto bist. Ich bin Dr. Bert. Entschuldige, du hast ja recht. Das will ich meinen. Ich bin nämlich Dr. Bert. Ja, Dr. Bert. So, nachdem das jetzt geklärt ist, wegen dem Türproblem habe ich jemanden beauftragt. Etwa den Reinkarnationsdetektiv Nikos Maria Feldweg? Der ist doch so teuer. Bist du etwa Arzt geworden, um da drin die Türen offen zu haben? Überall mit Durchzug? Und mit Heizung volle Kalotte aufgedreht, obwohl das alles gleich wieder rauszieht? Na komm, sag schon. Na, so gesehen hast du recht, Dr. Bert. Man muss ja auch mal an die Umwelt denken und so. Die kleinen Hasen und Walbabys. Wale konnte ich noch nie leiden. Nur Dr. Bert ist wichtig. Kommt es dir manchmal auch so vor, als wäre das Leben ein Traum und unsere Träume die eigentliche Realität? Nein, nie. Während die Herren Doktoren noch über irgendwelche Kinkerlitzchen diskutierten, hatte ich bereits meine Ermittlungen aufgenommen. Ich hatte mich dazu als Autofahrer inkarniert, denn was könnte in unserer mobilitätsfanatischen Gesellschaft unauffälliger sein? Um meinen noch gesichtslosen Gegner in Sicherheit zu wiegen, gab ich vor, eine Panne zu haben. Er sollte denken, ich sei ein von alltäglichen Problemen geplagter Otto-Normalverbraucher, der keine Gefahr für ihn darstellte. Oh, eine Panne. Nanu, nana, das trifft mich harmlosen Autofahrer ja völlig unerwartet. Was haben wir denn da drin alles? Tja, wenn ich zum Beispiel Privatdetektiv wäre, wäre das bestimmt kein Problem, aber so bin ich natürlich aufgeschmissen. Was ist denn hier los? Doch während ich mich über das mechanische Innenleben meiner Karre beugte, näherte sich mir unter dem verhangenen Himmel das Verhängnis. Und zwar ein Verhängnis der verhängnisvollen Sorte. Irgendwo ist doch hier was. Hier gleich. Hier, hier, da. Da brat mir aber wirklich einer einen Storch, dass so jemand Harmloses wie ich eine Panne hat. Langsam, leise, vielleicht sollte ich besser nicht mit mir selbst reden. Mein Gott, wie geschieht mir? Ja, ich säg dich weg, verfluchte Buche. Dann ist die Straße endlich wieder frei. Ihr Laubbäume denkt immer, ihr könnt machen, was ihr wollt, nur weil das hier ein Mischwald ist. Ja, und ihr Buchen seid schon listige Dinge, aber wenn man nur schnell genug ist, kriegt man euch trotzdem. So, jetzt erstmal den Stammwurm zerteilen. Anschließend kümmere ich mich um das Laubwerk. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Moment mal, das ist ja ein Mensch. Oha, jetzt habe ich sie gerade umgesägt. Ja, sowas Dummes aber auch. Das tut mir jetzt leid. Ich habe sie für einen Baum gehalten. Und so einer gehört ja nun auch nicht auf die Straße. Ja, stimmt schon. Mein Fehler. Warten Sie, ich mach's wieder gut und lad Sie zum Mittag ein. Da drüben ist Paules Pansenstube. Da gibt's die ganze Woche über garantiert frisches Gekröse aus der Fritteuse. Zu dumm. Ich konnte dem braven Mann keinen Vorwurf machen.
aber meine Ermittlungen standen damit wieder am Anfang. Dasselbe. Wegen deinem Gefusche müssen wir uns Arbeit mit nach Hause holen. Aber Dr. Baird, es ist doch der Arztminister. Er muss morgen zu einer Kabinettssitzung und da wäre es eine Riesenüberraschung, wenn er als Frau auftaucht. Ja, scheiße Arztminister. Das blockiert mal wieder den ganzen Hobbykeller. Dann muss ich dafür extra die Modelleisenbahn an die Seite räumen. Dabei habe ich da gerade erst eine kleine Kirmes aufgebaut. Direkt neben dem Miniatur-FKK-Strand. So eine Art Nudistenkirmes. Lauter Nackte im Riesenrad. Und das darf ich jetzt alles wieder eintüten. Nur weil du dich um den Finger wickeln lässt, wie eine weichgekochte Nudel. Aber es ist doch immerhin der Arztminister. Na und? Ich bin Dr. Baird. Das ist wichtiger als Arztminister. Pass mal auf, wie der sich freuen wird, wenn der aufwacht und eine Frau ist. Und wenn der auch wieder menstruiert? Aus dem Kopf oder Hals? Das krieg ich doch nie wieder aus dem Teppich. Aber Dr. Baird, hier geht es um ein Menschenleben. Ist mir egal. Dann werde ich Arztminister anstelle des Arztministers. Dann steht er nämlich an gebrochenen Herzen. Humbug! Bah! Warum glaubst du nicht an die Liebe, Dr. Baird? Die Profession unserer beiden Doktoren hatte mich auf eine Idee gebracht. Ich würde meine Ermittlungen am effektivsten in einem weiblichen Körper fortsetzen können. Nicht, was Sie jetzt denken. Ich spreche natürlich von Reinkarnation. Ja, die gute alte Reinkarnation. Wenn mich das Leben nicht hart gemacht hätte, wäre ich sicher Buddhist. Leider brachte dieser neue Körper eine beste Freundin mit sich, die ich erstmal abschütteln musste. Aber sensibel, versteht sich. Ich vermisse Horst so sehr. Schließlich hatte dieser Saukerl Horst sie gerade eben verlassen, nachdem er auf den Registern ihrer Gefühle gespielt hatte wie auf einem drittklassigen Schifferklavier. Was soll ich denn jetzt nur machen so allein? Ja, ich gehe jetzt mal woanders hin. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht doch nicht die mitfühlendste Masche, mit der ich das Hühnchen hatte sitzen lassen, aber bei uns Detektiven ist Job nun mal Job und da ist nicht immer Platz für Gefühle. Die Kälte unserer Herzen drückt sogar eine Saunasitzung auf Zimmertemperatur. Im konkreten Fall froren wir so sehr, dass wir nicht wagten, uns gänzlich auszuziehen. Oh nein, sie spielen unser Lied. Ich versuchte mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber Mitgefühl verpilzte meine Gedanken. Läuft hier nicht noch was anderes? Ah, die Charts. Horst hatte sie nur benutzt. Vermutlich hoffte er, über sie mich herumzukriegen. Ah, Horst, du Macho-Schwein! Willst du weiter die Gefühle von hier, Dings, der einen da mit Füßen treten? Du verstehst nicht. Sie hat sich von mir getrennt. Das liederliche Luder hat mich gelingt. Mich und meinen Zwillingsbruder Hurst. Hallo. Hey, Horst. Bestimmt hast du die Sachen, die du uns geklaut hast, hier drinnen versteckt. Ah, so ist das also. Gemeinsame Sache habt ihr gemacht. Da guckt man mal kurz weg und schon trennt sich die falsche Natter von einem und sagt beim Rausgehen noch Familienerbstücke aus 7 Generationen ein und versucht jetzt noch den ganzen Reichtum versteckt in ihrer besten Freundin außer Landes zu schmuggeln. Ihr habt mein Vertrauen missbraucht. Und mein Misstrauen verbraucht. So, dann wollen wir mal gucken, ob noch alles da ist. Hast du die Liste? Ja, wir vermissen zunächst mal 2 bis 3 Kilo rote Matsche. Aha, da haben wir sie ja schon. Meine schöne Matsche. Willst du immer noch alles leugnen? Guck mal, ob du auch mein Fahrrad findest. Es ist ein grünes. Na, da hatte ich mir ja wieder was Schönes eingehandelt. Statt meinen Fall zu lösen, war ich mitten in einen heiteren Herzensbrecher-Ringelreihen mit Anfassen gestolpert und fiel auf Umwegen der Kleptomanie einer heißen Braut zum Opfer. O tempora, o mores. Mann, ohne meine beste Freundin fühle ich mich so verloren in dieser herzlosen Welt. Wir sind fast wie Schwestern, vereint im Kampf gegen das Patriarchat. Oh Verzweiflung, oh dreuend Ungemach. Das kriege ich doch nie wieder aus den Fugen. Oh nein, Horst und Hurst. Hallo. Körperlos schwebte ich noch eine Weile über den Dingen und beobachtete, wie Horst und meine beste Freundin sich wieder versöhnten. Da war es also passiert. Direkt nach meiner Begegnung mit dem freundlichen Waldarbeiter hatte es mich schon wieder aus der Bahn geworfen. Ich konnte kaum glauben, dass Kommissar Zufall ein zweites Mal in die eigenen Reihen geschossen hatte. Aber was war das? Nikos Maria Felfig, ne? Welchen Namen schon höre? Psst, nicht so laut. Hatten die beiden gerade tatsächlich meinen Namen genannt? Nein, ist doch wahr! Nikos Maria Feldweg, der Arsch! Nikos Maria Feldweg, das war ich, soweit ich mich erinnern konnte. Sollten die beiden etwa schon vorher gewusst haben, wer ich war? Gut, dass wir schon vorher wussten, wer er ist. Da hörte ich es nun also.
Ich war nicht der versehentliche Kollateralschaden eines heißblütigen Liebesdramas, sondern das Opfer eines kaltblütigen Attentats aus niederen Beweggründen. Die Menschheit machte es mir mal wieder nicht leicht, sie zu lieben. Aber was ist schon Liebe? Ein finsterer Verdacht überfiel mich wie ein Sittenstrolch einen Kindergarten. Sollte meine erste Undercover-Aktion in Wahrheit ebenfalls an einem hinterhältigen Ränkelspiel gescheitert sein? Die Geschichte erschien mir mit einem Mal in einem neuen Licht. Ach ja, die gute alte Geschlechtsumwandlung, ein Quell nie versiegenden Vergnügens. Vergnügen? Vergnügen ist was für Mädchen, du Halodri. Geschlechtsumwandlung ist was für Männer. Und jetzt guck zu, sonst lernst du's nie. Also, hier machst du einen Schnitt. Da kommt später die Mumu rein. Ich weiß, ich bin doch auch Arzt. Arscharzt bist du. Und auch das nur mit Mühe und hohen Absätzen. So, siehst du, so macht man das. Eine klassische Dr. Baird-Umwandlung. Großartig, wie aus dem Lehrbuch. Männer werden sich in sie verlieben und dann wird sie Babys bekommen. Viele. Babys? Du bist so widerlich. Na gut, zum Tanzen würde ich ihn hinterher trotzdem nicht auffordern. Nee, nicht bei der Visage. Sollen wir ihm auch gleich die Wolle da wegrasieren? Damit macht man sich als Frau heutzutage ja schnell gesellschaftlich unmöglich. Wusstest du, dass Achselhaare ein Fetisch des japanischen Schriftstellers Mishima waren? Echt? Ja, außerdem stand er auf Schweiß und weiße Handschuhe. Naja, ich schneide dem hier gleich schon mal den Löhlemann ab. Das ganze Gebummel da unten braucht er ja jetzt nicht mehr. Na, kommst du wohl? Ein hartnäckiger Bursche, aber das wird ihm nicht helfen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum, schnipp-schnapp. Das ist für mich immer der schönste Moment bei der Operation. Schön? Wenn jemand irgendwas schön wäre. Ich habe jetzt nichts gesagt, weil ich mal gucken wollte, ob du es von selbst merkst. Aber du bist ja gedanklich ständig im Zuckerkuchenland. Was habe ich denn falsch gemacht? Ja, sag mir mal, wie der in Zukunft Pipi machen soll. Aber... Jetzt machst du einen auf Hoho, der Arztminister. Und jetzt stümperst du hier rum wie bei einem hinterletzten Kassenpatienten. Na dann herzlichen Glückwunsch. Es tut mir so leid. Ist das jetzt wirklich der Weg nach Disneyland? Ich weiß nicht. Da hatte ich gedacht, dass ich vorhin schon die Mickey Maus gesehen hätte, aber dann war es doch bloß ein Schornsteinfeger. Ich freue mich schon nur auf Moby Duck und B-Hörnchen und Grobi und so. Wobei, Grobi wohnt ja woanders, er wohnt ja in der Sesamstraße. Der ist ja da gar nicht. Ey, warte, da das Licht, das ist bestimmt das Cinderella-Schloss. Ja, die ganzen Prinzessinnen da drin machen bestimmt ständig so Sachen miteinander, Schneewittchen und Pocahontas und so. Zumindest stelle ich mir das manchmal so vor. Der Große da, das ist doch Goofy. Und Pluto hat er auch dabei. Hey, hey, Goofy, Goofy, hallo, hallo, Goofy, Goofy, hier ist der Jan-Frederik. Kennst du mich noch? Ja, ich habe dich doch letztes Jahr auf dem Rummelplatz getroffen, wo du mich so komisch angefasst hast. Erinnerst du dich? Hallo. Goofy. Wer ist das denn jetzt? Bestimmt einer aus, hallo, sagen wir mal, Goofy, Helgoland. Also so geht's ja nicht. Verdammter Helgoa. Helgoa? Ist das eine Metalband? Ich sag doch, der Kerl kam von Helgoland. Heißen die nicht Helgoländer? Du sagst doch auch Deutscher und nicht Deutschländer. Also heißt einer aus Helgoland Helgoa. Und jetzt machen wir einen Ausflug. Auf zum Bärtmobil. Hey, wieso eigentlich Helgoland? Ich wurde wiedergeboren in einem unauffälligen Kleinwagen am Straßenrand. Dort wuchs ich auf und sinnierte weiter über meinen Fall, bis mich die Anstrengung in einen Trancezustand versetzte. Meine Jahre beim FBI machten sich jetzt bezahlt. Nach außen hin muss es ausgesehen haben, als würde ich schlafen, aber mein Gehirn raste. Mit dem Modus operandi klar vor Augen gelang es mir in kürzester Zeit, ein Profil des Täters zu erstellen. Eventuell weiß, vielleicht männlich, nicht zu jung, aber auch nicht zu alt, ein Durchschnittsmensch, ein Spießbürger. Sofort war mir klar, wie ich nun vorgehen musste. Ich stellte fest, dass ich nebenbei mal wieder einen neuen Rekord im Profilen aufgestellt hatte. Dieser Erfolg wollte erstmal mit etwas Hochprozentigem gefeiert werden. Liter in 4 Sekunden, noch ein Rekord. Wenn ich meinen Job irgendwann mal leid wäre, würde ich mit solchen Talenten zumindest nicht im Armenhaus landen. Meine Tarnung war auch diesmal perfekt. Um auf meine Umwelt möglichst unbedarft zu wirken, hatte ich mir einen proletarischen Haarschnitt zugelegt. Betont locker stellte ich mich an den Straßenrand und begann damit, das Bürgertum zu provozieren. Mein Urin ergoss sich über den Waldboden wie Säure über die eisernen Ketten des Establishments. Die Provokation war zwar in jeder Hinsicht kurz, aber sie sollte ausreichen. Jetzt war nur noch die Frage, ob der Fisch anbeißen würde. Hey, Sie? Hm? Ja, Sie hier meinen wir, ja? Bleiben Sie mal hier.
Ordnungsamt, guten Tag. Was ist los? Ja, das wüssten wir gerne von Ihnen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Was war das denn eben? Sie können doch hier nicht einfach den Schnufel rausholen und Ihr Wasser abschlagen. Na also. Das ist nur Ordnungswidrigkeit. Paragraph 118 Ordnungswidrigkeitengesetz, Belästigung der Allgemeinheit. Können Sie nachlesen. Ordnungswidrig, ich zitiere, ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Und das liegt ja hier mal eindeutig vor, da müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ja, also schießen bringt's jetzt auch nicht weiter. So, ist er also auch noch uneinsichtig? Die bringen sich damit nur in Schwierigkeiten, sag ich Ihnen gleich. Wo kommen wir denn da hin? Ja, das gibt Bußgeld, sagen wir mal 40 Mark. Aber Minimum, Freunde. Also urinieren in der Öffentlichkeit, muss man auch ganz klar sagen, da verstehen wir hier keinen Spaß. Ja? Das habe ich nicht gewusst! Stellen Sie sich mal vor, ja? Sie sitzen zu Hause, ja? Ahnen nichts Böses, sortieren Ihre Überraschungseifigurensammlung und plötzlich kommt jemand rein und pinkelt Ihnen auf den Stelzenschlumpf. Fänden Sie das gut? Da sehen Sie, und wir sind natürlich gezwungen einzugreifen, weil Sie die Grünanlagen beschädigen. Denken Sie mal an die Natur. Wenn das jeder machen würde, dann wäre der Boden hier völlig überdüngt. Natürlich können Sie gegen den Bußgeldbescheid Einspruch erheben, aber... Aber lassen Sie mich bitte ausreden, machen Sie sich da besser keine Hoffnung. Das gibt dann ein Verfahren. Für Sie würde das richtig teuer. Und am Ende zahlen Sie sowieso. Also, kleiner Tipp, sparen Sie sich den Stress. Besser jetzt einmal zahlen und die Sache ist vergessen. Wir sind ja schließlich keine Unmenschen. Ja, haben Sie es vielleicht direkt passend? Ich leide an stressbedingter Inkontinenz. Ich habe ein ärztliches Attest. Wenn Sie das wissen, dann hätten Sie erst recht rechtzeitig die dafür vorgesehenen Einrichtungen aufsuchen müssen. Ich bin hier auf Notstand. Paragraph 34 StGB. Oh, bitte. Ich kenne meine Rechte. Ja, und wir tun hier nur unsere Pflicht. Da brauchen Sie gar nicht erst die Augen zu verdrehen. Also, machen wir es kurz. Wir haben keine Lust, hier den ganzen Tag zu diskutieren. Irgendwo da drin muss er doch sein Geld haben. Oh Gott, ich hasse diese Portemonnaies aus Naturdarm. Ach ja, was willst du machen? Ökosalz. Was der sich auch denkt, Paragraph 34 StGB. Entbehrt bei sowas doch jeder Verhältnismäßigkeit. Obschon ich meiner Ehre beraubt da niederlag, spürte ich doch das leise Kribbeln des Triumphes. Die angeblichen Herren vom Ordnungsamt waren mir in die Falle gegangen. Anders als sie wusste ich, dass der Paragraph 118 laut Absatz 2 in diesem Fall gar nicht anzuwenden war, weil solche Angelegenheiten durch die Satzung der hiesigen Kommune geregelt wurden. Damit hatten sich die drei verraten. In Wahrheit waren sie Agenten unseres Gegners. Ich ließ mir jedoch nichts anmerken, um meine Tarnung nicht vorzeitig auffliegen zu lassen. Mir war klar, ich hatte in ein Wespennest gestoßen. Aber wer waren die Hintermänner? Was war das Motiv? Ich begann zu ahnen, dass dieser Fall komplexer war, als ich auf den ersten Blick gedacht hatte. Jetzt sag mal, warum fahren wir denn nun nach Helgoland? Das geht mir an dir so auf den Keks, dieses ewige alles hinterfragen müssen. Ja, jetzt schmollst du. Aber heute Abend kommst du wieder angekrochen und willst mir ein Glücksbärche-Video leihen. Woran hast du eigentlich gemerkt, dass der vorhin ein Helgoer war? Was denkst du denn, du gibst Nacken? An der Form seiner Fußsohlen natürlich. Und jetzt Schluss mit der Fragestunde, ich habe keine Lust mehr. Weißt du, Dr. Bert, wenn du ein bisschen umgänglicher wärst, ja? Dann würdest du auch nicht so oft bei den Leuten anecken. Ja, und wenn man Pornos ohne Fixszenen drehen würde, dann würden sich auch nicht so viele Leute einen drauf runterholen. Guter Plan. Ich mache mir nur Sorgen.